Gott. Gut. Während wir so ankommen, begrüße ich euch nochmal ganz herzlich. Schön, dass ihr euch auch zu so später Stunde, so spät ist es gar nicht, aber weil es so früh dunkel wird, fühlt es sich arg spät an. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe auch, ihr könnt bis zum Ende bleiben, denn heute echt cooles Thema. Haben sich Antje und ich sehr darauf gefreut, als Christina geteilt hat, woran sie arbeitet, zum Thema Chancen, Risiken, hybrider Vorgehensmodelle, klingt ja vielversprechend, in der Softwareentwicklung und damit auch schön spezifisch, auch sehr, sehr cool. Bevor wir reinsteigen in das Thema, nicht alle von euch kennen die Chrissy, obwohl sie, ich glaube, seit dem allerersten Meetup, und das ist jetzt bestimmt fast anderthalb Jahre her, dabei ist. Magst du ganz kurz 3, 4 Sätze zu dir sagen zum Intro? Ja, klar, gern. Vielen Dank, dass ich die Chance habe, heute auch mal nicht nur zuzuhören und Kommentare beizusteuern, sondern sogar auch mal Content mitzuliefern. Genau, also mein Name ist Christina Lukas oder auch Chrissy gerne. Ich arbeite als Softwareentwicklerin mittlerweile seit 2019 im Dienstleistergeschäft, also sprich auch in unterschiedlichsten Projekten, immer als Entwicklerin, auch im Teil Beratung. Es ist meistens sehr gemischt zwischen agil und klassisch. Meine Frage war immer, warum sind Softwareentwicklungsprojekte manchmal so schwierig? Wir hatten oft Probleme unterschiedlichster Natur. Und ich fand das damals sehr spannend, als Chris und Antje die Brückenbauer initiiert haben. Ich habe dann auch mit, ich glaube, auch bei der ersten Session, glaube ich, mitgemacht und teilgenommen. Und ja, großartig. Und bin immer noch Softwareentwicklerin und arbeite jetzt gerade oder habe dieses Thema gerade im Rahmen einer Masterarbeit bearbeitet. Also ich studiere gerade noch nebenbei meinen Master in Mensch-Maschine-Kommunikation. Genau. Cool. Danke für das Intro. Fragen an Chrissy, spezifische, bevor wir reinsteigen, weil dann gibt es gar nicht mehr so viel an Vorwort loszuwerden. Antje, fällt dir noch was ein zur Klärung? Nee, ich freue mich einfach riesig, dass du das heute mit uns machst, Chrissy. Super. Vielen Dank. Dann schnappe ich mir schon mal den Bildschirm, oder? Mach mal, ganz genau. Machen wir das mal. Ja, so. Wird ein fancy Prezi. Ja, ich liebe Prezi. Ich hoffe, es funktioniert. Ihr seht auch was? Ja. Ach so, jawohl. Jetzt nicht mehr? Ja, jetzt. Genau. Jetzt wieder? Mhm. Gut. Puh, erleichtert. Chancen und Risiken. Warte, jetzt muss dieses Fenster, wie geht das denn weg hier? Geht das überhaupt weg? Zoom? Stört das Zoom, oder? Ja. Aber ansonsten. Schau mal, ob du irgendwo Vollbild verlassen oder so findest. Vielleicht ist es das. Nee, das wollen wir nicht. Na gut, es geht schon. Okay. Ich glaube, es geht. Mhm. Genau, Chancen und Risiken hybrider Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung. Ich arbeite selbst als Softwareentwicklerin in Entwicklungs- oder Softwareentwicklungsprojekten unterschiedlichster Natur. Und das war im Rahmen meiner Hausarbeit ein Thema. Und da hat mein Herz gleich ganz freudig gepocht, als ich das gelesen habe und dachte mir, ja Mensch, ich besuche jetzt schon die Brückenbauer seit 1,5 Jahren und da bin ich ja schon ganz gut gefüttert mit agil versus klassisch, mit warum bauen wir eigentlich Mauern, warum nicht die Brücke. Deswegen auch schon gleich als Hintergrundbild eine Hängebrücke. Es ist ja doch vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen wackelig und auch doch ein kleiner Dschungel, den man vielleicht das ein oder andere Mal überqueren darf. So, was ist denn die Motivation für Softwareentwicklung? Was ist denn Softwareentwicklung überhaupt? Ein sehr bekannter Buchautor, Eric Evans, der steht für Domain-Driven Design. Also das ist auch ein nettes Buzzword im Bereich Softwareentwicklung und Architektur. Wie gestaltet man seine Software?
Und er sagt, the heart of software is its ability to solve domain-related problems for its users. So er sagt, Software, das muss irgendwie Probleme lösen, das muss irgendwie was vorhanden sein und bezieht sich da sehr auf Domain-Driven Design, ein spannendes Buch. Ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz gelesen, es ist sehr komplex, aber es ist auch ein Thema, was damals wie heute sehr aktuell ist zu Software. Ich habe auch mal gegoogelt, beziehungsweise im Duden nachgeschlagen, was steht denn alles unter Softwareentwicklung? Kommen Begriffe wie klassisch, komplex, Anforderungen, Mensch, Maschine, Kosten, Wasserfall, Phasen, Code natürlich, plangetrieben, innovativ, Architektur, Produkt und so weiter und so weiter. Also nicht auf Vollständigkeit poche ich hier, aber das sind so Begriffe aus dem Duden, aus dem Web, die mir noch so nebenbei eingefallen sind aus meiner Natur. Und Chris hat gerade vorhin noch mal darauf hingewiesen, wir haben ja hier schon ein schönes Menti mit, wo wir mal sammeln wollen, warum sind Softwareentwicklungsprojekte oft so schwierig? Oder auch die Frage, sind sie denn überhaupt schwierig? Machen wir sie schwierig? Da schiebt einfach mal rein, was euch noch so in den Kopf einfällt. Habt ihr damit Erfahrung? Habt ihr keine? Habt ihr was gehört? Genau. Also da gerne einfach mal reinschreiben, Zündstoff. Super. So, jetzt haben wir eine Softwareentwicklung. Wir schreiben Code. Wir sollen sinnvollen Code schreiben. Es soll irgendwie Probleme lösen. Es braucht eine Struktur. Also, was sind denn Vorgehensmodelle als Begrifflichkeit? Vorgehensmodelle sollen als Leitfäden für die Software. Oh, Chrissy, sorry, ich habe dich gemutet. Ich habe versehentlich dich gemutet statt mich. Chrissy, kannst du noch mal kurz die letzten drei Sätze ausholen? Ich kann dich nicht wieder unmuten. Ja, jetzt. Ja, ah, okay. Vorgehensmodelle, Definition. Habt ihr das noch mitbekommen? Ihr hört mich wieder? Lieber noch mal von vorne. Genau. Gut, springen wir nochmal zurück. Nee, Vorgehensmodelle. Bei den Vorgehensmodellen lieber nochmal von vorne, so meine ich. Jawohl. Gut, genau. Also Vorgehensmodelle. Wir brauchen ja irgendeine Struktur, nicht irgendwie ein Firlefanz an Code und alles. Also Leitfäden sollen sie sein für die Softwareentwicklung. Es braucht einen Anfang, es braucht irgendwie ein Ende und so ein Zwischendrin. Vorgehensmodelle sind zu Trends unterworfen. Sie variieren in Methoden, Rollen und auch in der Kultur der Zusammenarbeit. Also es gibt nicht die eine Definition von, wie macht man das, ein Vorgehensmodell. Der steigende Bedarf an Flexibilität in Unternehmen bei bestehendem Wunsch von Stabilität ruft den Wunsch hervor, das passende Vorgehensmodell oder die Vorgehensweise, den heiligen Gral zu finden. Wie bringe ich mein Projekt vom Anfang bis Ende perfekt durch? Win-win für mich, für den Kunden. Dann haben wir noch das schöne Wort Hybrid. Was sagt der Duden dazu? Er sagt gemischt, zwitterhaft, von zweierlei Herkunft. Wir kennen das vielleicht schon auch aus der Pflanzenwelt, wo zwei verschiedene, genetisch unterschiedliche Pflanzen, komplett verschieden, das Genmaterial so ausgewählt wird, dass wir nur das Beste von beiden nehmen, um dann ein Individuum zu schaffen, was das Beste aus beiden Welten, beider Eltern hat und dabei das Schlechte verliert. Das ist, kennt man so auch nicht nur im Vorgehensmodell oder Softwareentwicklung, dem Bereich Hybrid ist ja, gibt ja vieles. Und die Frage ist, was sagt denn die wissenschaftliche Literatur zu hybrides Projektmanagement? Ich habe herausgefunden, das hat mich ein bisschen überrascht, weil für mich war Hybrid immer klassisch und agil, beides zusammen. Und die wissenschaftliche Literatur sagt aber, nee, wir haben keine einheitliche Definition. Es kann auch unterschiedliche agile Methodiken sein. Also sprich, für manche ist Hybrid auch schon, wenn zwei verschiedene agile Methoden, zum Beispiel Scrum oder Kanban, miteinander gemischt werden. Genau. Also spannend, hybride Vorgehensmodelle. So viel erstmal zur Definition. Wenn Fragen sind, zwischendrin auch gerne fragen oder unterbrechen, habe ich kein Problem mit, oder Anmerkungen.
So, Motivation. Okay, wir haben verstanden, Softwareentwicklungsprojekte und was sind Vorgehensmodelle? Wie kombinieren wir das jetzt miteinander, die Vorgehensmodelle? Was sagt denn die Forschung dazu? Es gibt diverse Studien und Umfragen, relativ aktuell. Einmal die Status Quo Scaled Agile. Nur ganz grob, also ich gebe nicht alle Details und nicht jedes Diagramm wieder. Das kann man gerne bei Interesse nachgoogeln. Das wäre sonst viel zu langweilig. Die Status Quo-Studie, die erstreckt sich seit ein paar Jährchen, hat sich jetzt zum vierten Mal wiederholt mit über 600 Teilnehmern. Teilgenommen haben die Menschen aus etwa 20 Ländern. Der Initiator ist der Professor Dr. Eyal Komus. Er ist Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Koblenz. Studienpartner habe ich jetzt auch noch mal mit reingeprintet. Man sieht, es ist doch recht projektmanagementlastig und auch agile Vertreter mit drin. Genau. Was waren denn die Kernfragen dieser Studie? Was wollte oder wozu denn diese Studie? Sie wollten schauen, wie die Nutzung und Verbreitung und zugleich der Erfolg mit agilen Methoden tatsächlich ist. Und wie die Zusammenarbeit bzw. Zusammenspiel von mehreren agilen Teams funktioniert. Also sprich auch dieses skalierte agile Arbeiten. Und eine Frage war auch, wie werden agile und klassische Ansätze zu hybriden Methoden kombiniert? Wie lässt sich das denn kombinieren? Was ist denn so cool? Was funktioniert? Welche Faktoren sind entscheidend für Zufriedenheit und Erfolg im Team? Das wollten Sie auch noch von Ihren Teilnehmern wissen. Soweit erstmal die Kernfragen. Wie und was lässt sich gut kombinieren? Jetzt nur ganz grob die Ergebnisse, die ich spannend fand. Ich sagte schon, das ist eine Studie, die sich schon über ein paar Jährchen erstreckt, angefangen 2012 bis 2014, bis 2016 und 19. Die letzte Studie, die Veröffentlichung kam 2020 dann raus. Genau, gibt es auch kostenlos aus dem Internet zum Lesen mit vielen Diagrammen. Was man sieht oder was man beobachten kann aus dieser Studie, ist, dass durchgängig klassische Vorgehensweisen jetzt mit den Jahren abgenommen haben, also Tendenz ist fallend. Selektive Vorgehensmodelle, das sind Vorgehensweisen, man nimmt ein Projekt und man nutzt oder man führt es entweder klassisch oder agil aus. Also mal so, ob das für das Projekt mal so passt oder mal so. Zumindest hatte ich es so verstanden. Ich glaube, Chris, du hattest das letztes Mal sehr gut erklärt, was du unter selektive Projekte verstehst oder Ja, Vorgehensmodelle. genau, die GPM hatte das recht gut beschrieben in einem Auszug dieses Reports. Und die sagen eben, wenn du da, nimm mal an, du bist PMO und managst ein ganzes Portfolio an Projekten, dann sagst du halt, nee, also innerhalb vom Projekt mischen wir nicht. Aber das Portfolio, da laufen manche Projekte einfach als, ich sage jetzt mal, Schnellboote agil, das ist da die Motivation sehr häufig. Und eher so kleine Geschichten. Und es gibt aber auch ein paar sehr, sehr große, sehr klassische Projekte. Also innerhalb des Projektes nicht mixen, aber innerhalb des Portfolios sehr wohl das nehmen, was zum Projekt passt. Ja, Dankeschön. Und Hybrid ist dann wieder per Definition klassisch oder agil oder mehrere agile oder unterschiedliche klassische Methoden. Sie haben in Ihrer Umfrage nicht genau spezifiziert, ob das jetzt wirklich klassisch oder agil gemischt sein muss. Das ist eigentlich auch immer ganz spannend. Deswegen sage ich immer ein bisschen aufpassen mit Studien. Wie ist die Fragestellung und wie wichtiger, was haben die Teilnehmer darunter verstanden? Er schreibt aber auch in seinem Handout bzw. in seiner Arbeit, schreibt das auch explizit dazu. Klar, das ist eine Studie, man weiß nicht, was die Leute darunter selbst verstanden haben. Aber ich glaube, die Tendenz ist doch, was man sieht, es steigt hybrid und auch selektiv. Das sind recht große Merkmale, dass es doch genutzt wird alltäglich. Wohingegen agil
durchgängig agil eher stagniert. Also es ist doch relativ prominent mit 20%. Aber hätte jetzt auch gedacht, dass der Hype eher durchschlägt. Die Balken eher höher sind. Aber naja. Genau, was auch ganz schön ist, er hat Poster dazu gemacht, sind recht aussagekräftig, hybrid dominiert, schreibt da Scrum mit 84%, die beliebteste agile Methode, skaliert wird mit 54% ist SAFe eine der meistgenutzten Scaling-Frameworks. SAFe ist auch ein agiles Framework für größere Teams. Und auch 34% der agilen Befragten Teilnehmer nutzen ein Scaling-Framework. Und der zweite Teil von dem Poster gibt nochmal wieder 600 Teilnehmer aus 20 Ländern. Was sind Gründe für und gegen Verwendung von agilen Ansätzen, Herausforderungen wie interne Prozesse, Top-Management-Team. Also sehr ausschlagekräftig, sieht ein bisschen wild aus. Genau, aber spannende Studie, ganz interessant. Zeigt, dass Hybrid doch ein Blick würdig ist. Genau, so viel mal zur Status Quo Scaled Agile Studie. Es gibt noch die Helena Studie. Helena steht für Hybrid Development Approaches in Software Systems Development. Diese Studie wurde von mehreren Forschern zusammengestellt, zweistufig. Das heißt, zweistufig war einmal, die Umfragen gingen über europaweit erst, also erstmals europaweit. Dann hat man sie ausgebaut auf einmal weltweit, also sprich aus über 55 Ländern dann letztendlich. Die Studie, die zweite Stufe war von Mai bis November 2017. Die erste Studienstufe war, glaube ich, im Bereich 2016, ein Jahr davor. Genau, ganz spannend fand ich, dass auch die Firma, mit der ich gerade noch zusammen im Dienstleistergeschäft bin oder Projektarbeit betreibe, die haben auch damals an dieser Studie mit teilgenommen. Also sehr spannend. Genau, Kernfragen auch hier wieder. Welche Entwicklungsansätze werden in der Industrie überhaupt verwendet? Also was wird denn aktuell de facto benutzt? Wie werden verschiedene Entwicklungsansätze kombiniert? Also was zeigt sich als coole Kombination? Was kann man verwenden und warum? Und genau, eben die letzte Frage, was ist der Anlass für die Kombination? Warum nimmt man nicht eigentlich nur Scrum oder nur Kanban oder nur Wasserfall? So, auch hier wieder nur kurz die Ergebnisse. Dafür gibt es mehrere Publikationen zu dieser Studie mit unterschiedlichsten Fragestellungen auch. Jetzt hier mal groß oder knapp dargestellt die Top 6 Frameworks und Methoden, die sie anhand ihrer Studie herausgefunden haben, teilgenommen haben. Oder bei dieser Frage wurden 562 Teilnehmeraussagen bewertet, zusammengesetzt aus, wie oft benutzen die Teilnehmer oder wird das Framework, was sie auswählen konnten, ich glaube, es waren 20 Frameworks zum Auswählen, ob sie es oft oder immer verwenden. Und man sieht schon an der Spitze, sehen wir Scrum, dann iteratives Development, Kanban, aber auch das Wasserfallmodell, das ganz klassische Wasserfallmodell, wird auch noch mit 61% angegeben, dass es verwendet wird in Projekten. Begrifflichkeiten wie DevOps 56% und auch Extreme Programming mit 53% finden doch wohl häufig Anwendung im Softwareentwicklungsbereich. Also sagen zumindest die Teilnehmer der Studie. Oder sie glauben es zumindest, das zu verwenden. Also genau, auch da wieder der Hinweis in Studien. Jetzt sind wir schon immer sehr nah im Framework-Bereich, Vorgehensmodelle. Was sind denn Methoden gerade in der Softwareentwicklung, die Verbesserung verschaffen sollen? Also Verbesserung von Qualität des Codes, Risikominimierung, Kundenzufriedenheit, Zusammenarbeit im Team und der schnellen Umsetzung. Und da habe ich jetzt auch mal nur die Top 10 der, ich glaube, 36 Methodiken herausgesucht.
was verwendet wird, um genau diese Verbesserungen hervorzubringen. Code Review, Coding Standards, Release Planning, Prototyping, vielleicht ist dem einen oder anderen das auch ein Begriff, User Stories. Genau, also das sind Methoden, die gern und häufig verwendet werden. So, das sagt jetzt die Studie, die Forschung und Umfragen. Und ha, wie ich das alles gelesen habe, da hat mir so ein bisschen der Kopf geschwirrt. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich verstanden, Hybrid, okay, ja, ist relevant. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Methoden. Ja, und was mache ich jetzt eigentlich? Also es war so irgendwie so ein bisschen auf der Brücke, es schwingt so ein bisschen und der Dschungel wird irgendwie doch noch ein bisschen grüner und bunter. Irgendwie habe ich schon Lust, das auszuprobieren. Aber ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder was nehme ich denn jetzt? Oder was ist denn jetzt relevant? Und da gibt es ganz nette Literatur, auch nur hier ein kurzer Einblick. Das habe ich gefunden von den drei Autoren Gregor Sandhaus, Björn Berg und Philipp Knott. Die haben ein vielversprechendes Buch geschrieben, Hybride Softwareentwicklung, das Beste aus klassischen und agilen Methoden in einem Modell vereint. Ich habe den Titel gelesen und habe mir gedacht, ja, das ist es. Also so muss man es machen und dann funktioniert das auch. 100 Pro. Die schreiben ja auf den Titel da. Ja, also... Im Vorwort schreibt auch schon Gregor Sandhaus ganz nett und plakativ, agile und klassische Vorgehensweisen. Manchmal scheint es wie so ein kleiner Krieg oder er beschreibt es mit oder vergleicht es mit der Hippie-Bewegung in den 70er Jahren. Ich habe die nicht mitgemacht, die Hippie-Bewegung, aber ich musste da schon sehr, sehr schmunzeln und lachen. Ich fand es sehr lustig. Er schreibt auch oder sagt ja auch, eigentlich haben ja beide das gleiche Ziel. Ich meine, es soll ein Produkt entworfen werden zu bestimmter Zeit, Kosten und irgendwie ein Ziel. Also ich musste an dieses magische Dreieck denken. Das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal bei den Brückenbauern besprochen. So. Und er sagt auch, ja, wie, es muss doch irgendwie miteinander kombinierbar sein. Rein agil behaupten die drei Autoren erstmal, das funktioniert nicht für Festpreisprojekte. Also rein agile Vorgehensweise, sagen sie, nee, das geht nicht. Sie stellen aber auch fest im Laufe des Buches, ja, rein klassisch, das geht auch nicht. Rein klassische Vorgehensweisen, nee. Dann hast du am Anfang dein Leitfaden, deine Spezifikation, das war das Wort, was ich gesucht habe, deine Spezifikation. Und am Ende ist der Kunde unglücklich, weil er nicht das bekommen hat, was er sich eigentlich gedacht hat, weil das vielleicht auch nicht unbedingt in der Spezifikation drin steht. Also sie vergleichen in dem Buch ganz gut, was ist eigentlich agil, was ist klassisch, was sind so die Hauptvertreter, und anhand dieser Aufdröselung, die sie machen, entwerfen sie ihr eigenes Prozessmodell und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal wirklich das, was wir uns denken, was passt, werfen das zusammen und wir probieren es aus. Also sie haben es tatsächlich auch ausprobiert. Und jetzt hier erstmal noch die Erkenntnisse, Vorgehen und Erkenntnisse. Also das Vorgehen war wirklich, sie machen eine Vorbereitungsphase mittels Anforderungsanalyse zusammen mit dem Kunden. Auf Basis des Lastenhefts, was sie zusammen auch mit dem Kunden schreiben und erstellen sie ein verlässliches Angebot oder zumindest versuchen sie es, ein verlässliches Angebot zu erstellen. Dann folgt die Entwicklungsphase, die iterativ vorgegangen wird und inkrementell. Also sprich, sie haben ein Systemdesign entworfen, einen Prototypen, und den entwickeln sie immer weiter, zeigen das aber auch dem Kunden, also immer interaktiv mit dem Kunden, Feedback. Dann erfolgen noch finale Tests und dann abschließend die Abnahme. Das war jetzt so die Vorgehensweise, die sie in zwei Projekten, also sie hatten zwei Firmen auserkoren und dabei jeweils ein Projekt genommen, was sie vorher wohl eher primär klassisch umgesetzt hatten, und dann ihr ausgetüfteltes Vorgehensmodell ausprobiert. Ich greife schon mal vorweg,
Ganz am Schluss schreiben Sie, Sie haben es nur bei einem Projekt ausprobiert, tatsächlich, also praktisch umgesetzt. In der Theorie haben Sie es in beiden umgesetzt, in der Praxis ist es aber bei einem gescheitert aufgrund von Zeit. Ich habe im Internet nichts mehr dazu gefunden, ob Sie es dann im Nachgang, nach dem Schreiben des Buches, dann noch irgendwie versucht hatten. Habe da nichts dazu gefunden, aber ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit investiert. Genau, also von daher Praxis erprobt, naja. Methoden, die Sie verwendet haben, waren klassische Anforderungsanalyse, Daily Stand-ups, Retrospektiven. Die Rollen hatten Sie nicht großartig eingeschränkt. Also sprich, es gab jetzt keinen dedizierten Scrum Master. Sie hatten trotzdem noch Projektleitung und Entwickler. Also Sie wollten die Organisationskultur nicht so sehr einschränken oder ändern. Zu Ihren Erkenntnissen. Am Anfang haben Sie gesagt, ja, rein agil geht nicht, rein klassisch geht auch nicht. Sie stellen Festpreise, also es braucht irgendwie so eine gewisse Anforderungsanalysephase, Vorbereitungsphase, der noch nicht großartig entwickelt wird, um einen Festpreis eben vereinbaren zu können mit dem Kunden. Eine iterative Entwicklung inklusive kontinuierlichem Kundenfeedback ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen. Das heißt, Sie kommunizieren deutlich länger und öfter mit dem Kunden. Das erfordert auch mehr Aufwand. Also Sie haben ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen. Sie sehen aber oder meinen, dass Sie da diese Zeit, die Sie dafür investieren, wieder zurückbekommen, indem Sie später nicht umständliche oder aufwendige Nachbesserungen machen müssen. Genau, Sie sehen aber trotzdem ein, dass auch immer noch ein Risiko besteht, dass die Anforderungen vielleicht auch am Anfang nicht umfänglich, genau oder vielleicht auch falsch verstanden wurden. Aber Sie sehen schon auch, dass durch die rege Kommunikation, durch den Austausch, den ständigen Feedback, dass man das minimieren kann. Aber es bleibt doch nicht ganz aus. Und die letzte Erkenntnis, die Sie in dem Buch dann auch sagen, ja, hybride Vorgehensweisen, Vorgehensmodelle, die sind ein sanfter Schritt zur Einführung von agilen Methoden oder rein agilen Methoden. Wenn man da nicht erst noch dem Kunden oder dem Entwicklerteam auf die Füße tritt und die Organisation einmal komplett umwuchten muss. Also Sie hatten schon Einführungsmethoden oder beziehungsweise Einführungsseminare über das Vorgehen, über diese Vorgehensweise, dass sich schon etwas ein bisschen an der Struktur ändert. Es kam wohl auch ganz gut in den Teams rüber oder wurde auch gut umgesetzt. Aber da gab es leider auch sehr wenig dazu. Also in dem Buch ging es primär darum, agil versus klassisch zu vergleichen und ein Modell aufzusetzen, was sich verschiedenster Vorgehensweisen oder Methodiken aus beiden Welten bedient. Aber so der ganz letzte Gral oder der Weg, wo ich sage, ja, das ist es, war es irgendwie für mich auch nicht. Aber es ist gut. Also ich kann es empfehlen, es ist auch nicht wahnsinnig dick, ist schön übersichtlich. So in die Praxis, so in die Tiefe sind sie nicht gegangen. Also es waren wenige Seiten. Ja, scheint doch ein schwieriges Thema zu sein. Ja, wie orientiert man sich jetzt? Wie klassisch darf es denn sein? Oder wie agil darf ich denn gehen? Es gibt verschiedenste Orientierungs Modelle. Das ist jetzt eines davon. Das ist von Böhm und Turner. Und die gewichten bei der Wahl oder Auswahl des Vorgehensmodells fünf Kriterien. Einmal die Mitarbeitererfahrung, ob sie hoch, gering ist, wie ist so die Qualifikation. Dann die Stabilität der Anforderungen. Wie stabil, wie sicher, volatil sind sie? Wie groß ist das Team? Es ist ein großes Team, es ist ein kleines Team, agil oder die meisten sagen, so ein Team von 5 bis 9 Leuten, so in dem Rahmen, das ist so recht gut handelbar. Wenn es größer wird, wird es schwieriger.
Wie ist denn das Gefährdungspotenzial? Ist es ein hochriskantes Projekt? Da geht es um Leben und Tod, Krankenhaussoftware vielleicht oder irgendwas? Oder ist es eher ein gering gefährdetes Projekt? Und wie ist die Unternehmenskultur? Also ich finde chaotisch immer ein bisschen schwierig, den Begriff. Ich habe auch extra nochmal nachgeschlagen, aber sie setzen die Range von chaotisch auf geordnet in der Unternehmenskultur. Kann man vielleicht drüber streiten, aber ich habe jetzt den Begriff mal mit übernommen. Genau, und das sind alles, oder also zumindest sind das mal 5 Kriterien, anhand denen Böhm und Turner gewichten, wie agil oder wie plangetrieben darf es denn eigentlich sein für mein Projekt, um den Methodenmix entsprechend auszuwählen. Ja, das macht schon mal so ein bisschen logischer vielleicht. Puh, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Was ist denn jetzt letztendlich das Fazit von Chancen und Risiken? Wir haben ja jetzt noch gar nicht so viel über Chancen und Risiken gesprochen. Deswegen hatte ich jetzt mal so die größten oder die mir einprägsamsten Chancen herausgesucht. Die hybride Vorgehensweisen hervorbringen können. Also eine Chance sehe ich in der Verbesserung von Planung und Schätzung. Warum Planung und Schätzung? Man nimmt hybride oder beziehungsweise eher klassische Elemente heraus, um auch nochmal Anforderungen klarer zu definieren und vielleicht auch schätzbarer zu machen. Nicht, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich war auch schon in agilen Projekten mit drin. Vielleicht sollte das auch nicht, das sind das vielleicht auch nicht die besten Projekte gewesen, aber es war ein einfach mal machen, ohne jetzt groß nachzudenken. Das war ein bisschen chaotisch. Was ich ganz großartig finde, ist durch agile Methodiken, wenn man sie ein bisschen einführt oder die Chance sind, gemeinsames Verständnis vom Team für Scope, Priorität und Erwartung zu bekommen. Das Stichwort, ein Ticket über den Zaun schmeißen und der Entwickler soll es einfach mal machen. Weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber ich habe es auch erlebt. Also zum einen einmal die Erwartungshaltung, okay, hier ein Ticket, frag nicht nach, mach einfach, was da steht. Das kenne ich, aber ich kenne auch die andere Seite von Entwicklern, die sagen, gib mir einfach mein Ticket, ich will einfach nur das tun, was da steht, ich will da nicht drüber nachdenken. Also ich kenne beide Seiten. Aber das finde ich schon als eine große Chance, dass das ganze Team versteht, um was geht es denn, was sind denn die Prioritäten, was ist denn das Ziel, was ist denn der Gewinn von der Software. Ganz am Anfang haben wir noch gesagt, Software soll ein Problem lösen oder es soll etwas, einen Mehrwert bringen und nicht alles komplizierter machen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn es die Entwickler verstehen. Weniger Koordination, aber mehr Dokumentation. Also mehr Dokumentation in Bezug auf, wenn man rein agil arbeitet, hatte ich mehrmals gelesen, gibt es zu wenig Dokumentation. Der Fokus wird nicht sehr auf Dokumentation gelegt. Ich glaube, im Agilen Manifest sagt es ja oder steht ja auch drinnen, mehr auf Kundenbedürfnisse oder auf Bedürfnisse und weniger Dokumentation, wenn ich mich jetzt da nicht gerade ganz stark vertue. Gerne da auch widersprechen. Verbesserung von Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit sollen auch hybride Vorgehensmodelle hervorbringen, weil anstelle von zu klassisch und nur eine Spezifikation herunterarbeiten versus wir kommunizieren miteinander. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, ganz ehrlich, in einem Rhein-Wasserfall-Modell habe ich auch schon gearbeitet. Da hat man auch mit dem Kunden gesprochen. Das war nicht so. Der Kunde hat hier den 300-Seiten-Wälzer hingelegt und hat gesagt, jetzt macht's mal und wir treffen uns in 3 Jahren wieder und dann ist es ja fertig. Nee, das war in dem Projekt nicht so. Mag es vielleicht sein, das eine oder andere Projekt kann es vielleicht geben, da, wo es so stattfindet. In dem, wo ich war, war es nicht so. Wir haben uns auch mit dem Kunden im 4-wöchigen Zyklus, glaube ich, getroffen. Der Release war alle 3 Monate. Ja, also ich glaube, da läuft es dann anders falsch.
wenn man sowas hat und sich nicht austauscht. Aber es fördert auf jeden Fall anhand der Strukturen, fördert das schon den Austausch. Eine große Chance ist auch die Reduzierung der Anpassung von Rollen und Rechten. Man hat vielleicht nicht gleich den harten Cut, dass es jetzt in Anführungszeichen das Team gibt mit nur Entwicklern, dem Scrum Master und vielleicht noch dem Product Owner und hat nicht diese unterschiedlichen Hierarchien wie Projektleiter, Teamleiter, erster Ebene, dann vielleicht noch das und das. Also das ist vielleicht mal so ein softerer Einstieg. Genau. Und das im Endeffekt dann als große Chance von hybriden Vorgehensweisen sanft in die agilen Methodiken, in die agile Welt einzutauchen. Nicht alles jetzt, wir haben mal was gelesen, Scrum ist jetzt cool und die einen haben gesagt, das funktioniert und wir machen das jetzt auch, egal was für ein Projekt, wir klopfen das jetzt so rein. Wird schon? Nee, wir machen es mal langsam. Langsam starten, die Begeisterung dafür fördern und nicht abschrecken. Was sind dann die Risiken? Ja, wie es halt immer so ist, ne? Wir haben ja jetzt gerade schon, ich habe einen kurzen Einblick über einen Methodikdschungel gegeben und ich verspreche euch, es gibt noch deutlich mehr als das, was ich gezeigt habe. Es braucht erfahrene Projektmanager und Projektmitglieder, die vielleicht schon das ein oder andere Mal ausprobiert haben und sagen können, okay, ich habe es in der Situation ausprobiert, da hat es geklappt oder hat nicht geklappt, probieren wir es nochmal aus, ändern wir es ab, was war besser oder was können wir besser machen. Risiko ist natürlich auch die Anpassung der Organisation und der Kultur. Es ist schon ein bisschen eine andere Denkweise, gerade weil ja auch eigenverantwortlicheres Arbeiten, Mitdenken, Lust am Ziel zu verstehen oder mit das Problem mit umsetzen, anpacken zu wollen, das braucht es. Also das Team muss bereit sein, neue Methoden auszuprobieren, aber auch Feedback zu geben und zu sagen, okay, es hat jetzt mal nicht gepasst oder was hat denn nicht gepasst? Weil es ist immer einfacher zu sagen, ja, hat nicht gepasst, habe ich keinen Bock drauf, als zu sagen, okay, hat nicht gepasst, können wir es nicht ein bisschen anders machen? Oder was können wir anders machen? Also ich kenne das auch aus Retrospektiven, also ich liebe Retrospektiven, aber ich finde es immer schwierig, wenn es dann heißt, ja, nee, alles scheiße. Hab keinen Bock. Ja, was? Oder was können wir denn besser machen? Oder was läuft denn falsch? Zeigen wir doch mal dahin. Und das braucht es. Und diese Mentalität, gerade dieses offene Vertrauen, Eigenverantwortlichkeit, einfach auch mal Dinge anpacken zu wollen und nicht nur warten, bis mir jemand sagt, was ich genau tun muss. Das braucht es und das ist aber auch, birgt aber auch ein Risiko. Ja, was war denn so mein finales Statement oder was habe ich denn dann mitgenommen aus der ganzen Thematik? Viele Papers gelesen, viele Diagramme angeguckt. Mein Fazit war, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wirst du jedes Problem als einen Nagel betrachten. Ich finde, man muss, oder für mich ist es so, pack deinen Methodikkoffer oder deinen Werkzeugkasten, probier es aus, hol dir Feedback ein. Wenn es mal nicht funktioniert hat, dann nicht den Kopf in den Sand stecken. Das funktioniert vielleicht mal an einer anderen Stelle in einem anderen Projekt. Projekte sind so unterschiedlich, wie auch die Menschen unterschiedlich sind. Es ist, glaube ich, nicht jedes Projekt gleich. Auch wenn jetzt die Branche vielleicht die gleiche wäre, das Team ist vielleicht auch ganz anders. Oder das Setup oder der Kunde. Es hat so viele Stellschrauben. Das war für mich auch so, okay, eine Studie, ganz am Anfang war es für mich super spannend. Dann habe ich die zweite Studie gelesen, habe ich die dritte Studie gelesen, habe ich mir gedacht, ja, schön, die einzelnen Menschen haben das bewertet, was sie nutzen, aber ich weiß nicht, in welchem Umfeld sie waren oder in was für einem Team haben sie gearbeitet oder wie war das menschliche Setup. Genau, also das war alles so für mich, das sind wahnsinnig viele Stellschrauben, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, vielleicht gibt es nicht diesen einen Weg oder dieses eine Werkzeug und damit funktioniert alles. Und
eigentlich ist das auch cool. Man kann ausprobieren und man kann sich austauschen und wir können uns austoben. Von daher vielen Dank. Vielen Dank dir, Chrissy. Gibt's Fragen? So. Applausreaktion gesucht. Ja, sehr schön, dass du das uns vorgestellt hast. Ganz toll, dass du dich auch so diesem Plenum stellst mit deinen Forschungsergebnissen. Das ist ja nicht selbstverständlich, auch mit so einer schönen Präsentation. Finde ich echt toll. Gibt's Fragen oder Anmerkungen von eurer Seite? Im Chat war ja einiges schon aufgekommen. Präsentation, Chrissy, kannst du zur Verfügung stellen? Kann ich zur Verfügung stellen. Haben wir Glück. Können wir dann gerne verteilen, ne? Ja. Super. Nur gerne ein paar spontane Reaktionen, bevor wir dann den Input aus dem Menti aufgreifen und auch die, hast einige Dinge auch gezeigt, so in Richtung Best Practice, was sind Methoden, die man getrost einsetzen kann, um bestimmte Dinge in der Softwareentwicklung zu erreichen oder während des Prozesses der Entwicklung. Aber vorher mal so offene Gedanken, tauscht mal, vielleicht habt ihr Fragen, Anregungen oder noch sogar Input. Vielleicht Feedback zur Präsentation. Ich fand die Tonspur spannender als die Forschung. Also das, was du ergänzt hast und deine Erfahrungen damit. Ja, es war schön. Fand ich besser als vor allem der Text. Ja, also hat mir mehr gebracht. Ja, und kann ich vieles absolut nachvollziehen. Ja. Ist es nach so erschlagen? Die Inhalte würde ich auf die Mentimeter-Diskussion verschieben. Das ist nur meine Meinung. Ja. Okay. Anja, magst du den Kommentar aus dem Chat aufgreifen oder passt jetzt retrospektiv ganz ans Ende gar nicht so gut rund um Kultur und Kultur und Wachstum? Das war der Gedanke, weil die wir hatten das gerade bei uns im Unternehmen, also ich bin im Unternehmen im Bereich Pharma und Medical und da sind wir gerade sehr auf Wachstumskurs. Das ist sehr chaotisch, weil es gab doch in der Darstellungsform der Auswahl des Vorgehensmodells eben das Thema Unternehmenskultur und ich konnte mir vorstellen, dass chaotisch gemeint ist, dass man eben zum Beispiel sehr stark im Wachstum ist und gerade wenig Strukturen hat und deswegen dass eben etwas anderes ist, als wenn man ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, wie so ein ganz gediegenes Unternehmen uns in Thüringen, Zeiss zum Beispiel, so ein Unternehmen oder jeden Optik, die sind, da ist super alles durchstrukturiert, da hat man keine Chance, irgendetwas anders zu machen als die letzten 50 Jahre, beziehungsweise würde man sich wahrscheinlich als Externer durch die Zähne ausbeißen und das meint dann vielleicht auch eben, dass es sehr, ja, sehr organisiert und sehr geordnet ist. Deswegen, weil du vorhin überlegt hattest, was bedeutet denn chaotisch? Ich glaube, das ist einfach sozusagen wie so ein bisschen Startup vielleicht mäßig, wo man einfach noch sagt, ja, wir probieren erstmal alles aus. Das würde man bei geordneten Unternehmen sicherlich anders vorfinden. Das hatte ich nur ergänzt. Dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, wie man es interpretieren könnte. Also ich weiß wie die Herren das genannt haben, aber ich würde es für mich so interpretieren und das finde ich auch sehr logisch, dass im Unternehmen, was sehr geordnet, sehr gute Strukturen hat, was genauso abläuft, wie es immer abläuft, da wird es schwierig, agile Vorgehensweisen natürlich zu implementieren. Genau. Vielen Dank. Also da würde ich gerne einhaken, weil das finde ich eine sehr gewagte These. aber ich weiß nicht, ob wir das ausdiskutieren wollen, aber ich denke, selbst in gestandenen, durchstrukturierten Unternehmen, je nachdem, wo man sich befindet, ist Agilität super möglich. Die Frage ist immer nur, ist es gewünscht und ist der Rahmen oder wird der Rahmen dafür gegeben oder eben nicht? Ansonsten ist es ein krasses Vorurteil zu sagen, nur weil die Firma schon 50 Jahre alt ist, ist sie nicht in der Lage, sich zu verändern, würde das ja bedeuten. Nee, so meinte ich das auch nicht. Genau. Sondern nur, dass es natürlich für die Gesamtorganisation ist, natürlich, dass sie würden jetzt nicht von heute auf morgen sicherlich es schaffen, agile Methoden einzuführen. Also sie hätten einen viel größeren Weg dahin. Genau. Aber natürlich gibt es einzelne Bereiche, Units in Unternehmen, die natürlich da ganz anders agieren. Also das trifft ja nicht für alle zu. Ja, es müssen einfach mehr Leute bei dieser Transformation mitgenommen, abgeholt werden. Wobei auch manche von den großen Firmen sagen, nee, dann holen wir sie überhaupt nicht ab.
die gehen einfach, wenn sie da nicht mitmachen wollen, und wir holen uns neue. Also es war, glaube ich, eine Bank, die relativ breitbrüstig da rausgegangen ist und gesagt, wir machen jetzt alles auf agil, die dann auch Jahre später in einem Report mal von fast 50% Fluktuation in der Zeit berichtet hat. Wenn man das in Kauf nehmen möchte, geht es vielleicht auch schneller. Die haben das sehr digital gemacht, Chris. Die waren da nicht so vorausschauend. Die haben wirklich agile Teams hingesetzt und haben die Führungskraft quasi genommen. Und das war ein bisschen heftig. Also ich meine, man führt ja auch agil nicht ein, um agil einzuführen. Also das macht man ja auch nicht. Es müsste ja schon ein höheres Ziel dahinter sein. Also viele machen das ja einfach, vielleicht weil sie denken, es ist modern. Aber das ist ja nicht das Ziel, Scrum einzuführen, um Scrum einzuführen. Also das ist ja Quatsch. Es sollte es nicht sein, aber hatte ich auch. Also hatten wir auch schon. Wir machen jetzt Scrum, weil es macht jeder Scrum. Ja, das ist dann... Und dann parallel Marketing und PR anrühren, damit der Arbeitgeber attraktiver wird. Also ich glaube, bei manchen könnte das schon auch eine Motivation sein, auch wenn es natürlich fatal enden kann. Ja. Ja, mal so oder mal so. Also es muss nicht immer das Schlechteste sein, aber es sollte nicht das Ziel sein. Haben wir noch weitere Kommentare bevor? Ich habe schon mal quer gelesen, es sind sehr spannende Feedbacks im Menti dabei, bevor wir da reinspringen. Ich persönlich fand die Liste sehr interessant. Ich hatte ja schon mal ein Sneak Preview bekommen, Christina, was dann doch in dieser Umfrage rauskam, was die Leute sagen, welche agilen Methoden sie konkret vielleicht auch in eher klassischeren Umgebungen schon ausprobiert haben und anwenden. Also User Stories waren ja da dabei und Release Planning, glaube ich, noch oder so. Also auch die Reihenfolge. Pair Programming war auch dabei, ne? Ja, richtig. Das fand ich persönlich ziemlich spannend. Und das ist auch sowas, was ich jetzt noch in der Form, glaube ich, noch nicht so kannte, bevor du es mir ins Bewusstsein gebracht hast. Da fände ich eigentlich spannend auch zu hören, ob das ja zum Beispiel hier in der Runde Leute bestätigen können. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht, hast du die Liste irgendwie in Textform und könntest sie nochmal in den Chat stellen? Ich fände es toll. Oder ist es gerade zu viel verlangt? Nee, oder ein Screenshot irgendwie oder irgendwas, ich weiß nicht, wie wir das machen, aber ich fand die Liste spannend. Ich mach das mal. Aber wir können gerne ins Menti rein, also will jetzt nicht mit dem Thema aufhalten, aber ich finde das gut, weil das ist ja auch so ein bisschen konkret, was können wir wirklich anwenden, und das ist ja auch das, was uns immer wieder umtreibt in unseren Meetups hier. Wir können es auch gerne neben die Kommentare im Menti halten und dann fragen, also wenn es im Chat landet, wäre es ideal, und fragen, löst die eine oder andere Methode die Herausforderung, die Schwierigkeit, die man in der Regel rennt. Ich teile es mal. Leider erlaubt es mir Menti nicht, da rein zu zoomen. Runterscrollen kannst du nur, gell? Ich kann scrollen, aber schaut mal. Ah, da ist ja unheimlich viel reingekommen. Also ich hoffe, ihr habt noch einigermaßen Überblick, was ihr kommentiert habt. Das ist wirklich echt viel. Cool. Springt also wirklich ganz offene Runde. Ihr greift einfach das Wort, springt rein zu einem Kommentar, wo ihr sagt, hey, das war mir vorhin wichtig, ist mir immer noch wichtig, den Punkt mal anzusprechen. Und dann diskutieren wir mal, worauf diese Schwierigkeiten basieren und wie sie sich vielleicht lösen lassen. Dafür haben wir jetzt 20 Mal Erfahrung hier in der Runde sitzen. Wählst du eins aus, oder? Ihr springt einfach rein, gerne. Wenn ihr es nicht sofort seht, scroll ich dahin, wo ihr euch wiederfindet. Ganz gerne eröffnen, Frank. Dann gehe ich vielleicht nochmal zurück. Also, von mir ist unter anderem der Kommentar, sind sie nicht, wenn alle wissen, was zu tun ist. Also aus meiner Sicht, wie ich schon in diversen Meetings erläutert, glaube ich, dass der größte Faktor Skill ist und den halt verteilt auf die verschiedenen Rollen. Ich habe verschiedene Beispiele noch dazu, wie sich das manchmal ausprägt, aber der wichtigste Part ist, wenn die Leute wissen, was sie tun, halte ich das für essentiell wichtiger als zum Beispiel Vorgehensmodell.
oder andere Themen. Das ist meine Erfahrung. Vor allem, es gibt einen, der damit zusammenhängt, wenn ich ein Softwareprojekt mache und am Anfang keine Senior Software Developer dabei habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, 80-90%. Das ist meine Erfahrung. Also wenn es nichts Triviales ist, geht es auch so. Aber ansonsten, wenn man da irgendwie mit Fachbereichen oder Projektmanager, die keine Softwareentwicklung können, Sachen aufplanen, dann landet man schon in einem völlig falschen Plan, in einem völlig falschen Initiierung und so weiter. Und dann kann es eigentlich nur schief gehen. Da kann ich sogar aus eigener Erfahrung noch eine Facette ergänzen, die genau da reinspielt. Fluktuation im Team. Also selbst wenn die alle wissen, was zu tun ist, wenn die Fluktuation hoch ist, das kann so ein Team auch richtig gehend lähmen, wenn ständig ein Rein und Raus ist und man nie so eine eingeschworene Einheit hat, die einfach was wegschafft. Dann vielleicht, weil noch ein passender dazu ist, der jetzt gerade auf dein Thema passt. Wenn man anstatt in Projekten versucht, in Produkten zu denken, also sprich Projekte sind was zeitlich abgeschlossenes, Produkte sind was ich danach noch weiter pflegen muss, und dann habe ich in so einem Produktteam meistens diesen Aspekt der Kontinuität noch stärker mit drin. Und wenn man das hat, auch als Basis für, sage ich mal, eine neue Entwicklung, ein entstehendes Team, was weiß, was es tut, das wäre aus meiner Sicht das Optimum. So, jetzt bin ich ruhig. Ich habe mich da inspirieren lassen übrigens von dir, Frank. Du hast mich da schon positiv beeinflusst in die Richtung. Ich habe auch einen ähnlichen Kommentar geschrieben, weil ich da auch immer so ein bisschen deine Stimme im Kopf habe. Aber wenn ich das, oder deine Meinung, wenn ich das habe, dann nehme ich das auch mit in die Praxis und stelle fest, es stimmt. Es hängt echt unheimlich viel an den Fähigkeiten. Ich finde jetzt in dem Wald gerade meinen Baum nicht mehr. Aber irgendwo ist es dabei. Dass halt die Fähigkeiten einfach auch stimmen müssen. Es fehlen oft Skills, da hatte ich es, genau, das war dann von mir. Und es stimmt wirklich, ich kann das auch bestätigen. Wenn Skills fehlen, kann man zwar vielleicht noch versuchen, wenn man ein paar Leute hat, die vorangehen können, das Team da besser aufzustellen, zu schulen, die Skills zu verbessern, aber wenn die nicht da sind, das ist bestimmt auch aus meiner Sicht ein Problem, woran viele, viele Softwareprojekte wirklich schnell scheitern. Ja. Ich schaue gerade in die Grafik von der Chrissy. Warum bin ich gemutet? Nee, bis da. Da ist ziemlich mittig die Retrospektive. Spätestens da sollte ja genau sowas auf dem Tisch. Ja. Dass selbst wenn kein Scrum Master da ist, dass das Team das Gefühl hat, sie haben nicht alles, was sie brauchen, um diesen Job zu erledigen. Ich glaube, so viel Offenheit muss dann da sein. Und darum kann ich zum Beispiel auch Retrospektiven, ganz unabhängig, ob man Scrum macht oder nicht, einfach nur ganz hoch halten, die zu tun. Auf welche Art und Weise ist fast Wurst, welches Template man da benutzt und ob überhaupt eins. Sich regelmäßig zusammenzusetzen, offen zu tauschen, wie die Zusammenarbeit funktioniert, wie der Fortschritt gedacht war und wo man geendet ist, unabhängig davon, was rausgekommen ist, kann brutal aufschlussreich und wichtig sein für Kurskorrekturen. Darf ich dann doch noch eins danach schieben, weil das dazu passt? Guck mal, da ist eins zum Thema Messung und Erfolgsmessung oder sowas. Also, was du sagst, ist natürlich richtig, aber häufig habe ich gesehen, dass die Menschen in so einem Projekt, wo die Skills, da was oft war, weiß nicht, während du gescrollt hast, dass die keine Chance haben, abzuschätzen, ob denn das, was sie machen, überhaupt erfolgreich ist oder nicht. Gerade wenn du, sage ich mal, Junior-Developers hast, die arbeiten den ganzen Tag wie wild, die machen von mir aus noch Überstunden und es kommt was dabei raus, was funktioniert. Was die nicht wissen ist, ob das gut war. Ja, weil du ja keinen, wenn du ein Team hast, wo du keine Seniors zum Beispiel hast, dann kannst du nicht benchmarken, du findest auch nicht raus, das, was schief läuft. Ja, du weißt nicht zum Beispiel, wenn dein Testmanagement-Skill fehlt, ob du überhaupt gut bist, ob dein Status überhaupt stimmt. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn du irgendein Loch hast in deinem Team, irgendein Skill fehlt, egal welcher, dann fehlt dir an dem Punkt die Möglichkeit, in der Retro gegenzusteuern. Ja, da reicht sogar einer im Team, der sagt, das lief jetzt nicht so gut, aber wenn du niemand hast auf irgendeinem Skill, dann fängt es an, so abzudriften. Ja. Darf ich vielleicht eins aufgreifen, was ich gerade gesehen habe?
Noch mal ein bisschen runter, glaube ich. Da war irgendjemand, der hat geschrieben, oder sie, wir haben eine App entwickelt, die die Bundesregierung nicht hinbekommen hat und es war ein tolles Projekt. Das würde ich gerne nochmal nachfragen, wer das war und vielleicht kann man da noch was dazu erzählen. Warum lief es denn das bei euch? Mir. Okay, warum lief es denn bei euch und warum? Ich war leider in dem Projekt nicht dabei, aber ich war am Start kurz dabei und beim Release. Also die haben letztes Jahr im Dezember angefangen und ich glaube im September oder Ende August kam dann die App quasi ins Store. Wir hatten auf jeden Fall eine Senior-Developerin, die gleichzeitig auch sehr viel Projektmanagement-Erfahrung hatte und sozusagen... Also das wurde auch gemischt. Also wir mischen das bei uns immer, weil unsere Development-Teams arbeiten nach Scrum und unsere, die haben ja mit Marketing und mit den Apotheken zusammengearbeitet. Wir haben vor Ort Apotheken auch. Also man kann diese E-Rezept-App, die ist nur rein regional sozusagen und wird später mal an die Bundesregierung angeschlossen. Da wollen wir gucken, dass wir da eben natürlich auch von profitieren. Und das Marketing-Team, beziehungsweise wir hatten hier auch das Beispiel Doing versus Being Agile, die sind natürlich nicht agil und haben auch keine Erfahrungswerte dahingehend. Also die arbeiten ganz sozusagen ganz normal mit vorhersehbaren Paketen in der Planungsphase, in der Durchführungsphase und arbeiten aber in der Entwicklung agil. Aber das Wording sozusagen versuchen sie sehr klassisch zu machen, damit es eben die anderen Bereiche, vor allem auch Apotheker, verstehen, weil Apotheker verstehen nicht Agile, also definitiv nicht, zumindest bei uns nicht. Also die sind sehr weit weg, allein vom Projektmanagement-Geschäft. Und das hat einfach gut funktioniert, weil wir wirklich da Seniorität hatten und auch auf der Marketingseite sehr die haben es sehr gut geschafft, die Anforderungen apothekenseitig gut rauszukitzeln. Die kannten ihre Kunden einfach sehr gut und haben das dann übersetzt für die IT in IT-Anforderungen sozusagen oder in Software-Anforderungen. Und das hat tatsächlich einfach super geklappt übers MVP, ganz klassisch sozusagen, also klassisch, was IT betrifft, und sind dann so Stück für Stück die Funktionen erweitert, bis die App jetzt eben in den Stores ist und auch weiterhin natürlich weiterentwickelt wird. Und die Funktionalitäten weiter angepasst werden. Aber das hat insgesamt, war ein super Projekt. Die sind super schnell vorwärts gekommen. Kunde glücklich, Marketingabteilung glücklich, App-Entwicklungsabteilung glücklich. Aber es war halt recht auch rein in-house. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Dienstleister auf Kunde trifft, dass allein dieses Thema, die kennen sich halt nicht. Die wissen nicht, wie die ticken, was für den wichtig ist. Ist halt immer mal so ein, also dass diese Anmahnungsphase sicherlich viel länger auch. Bei uns kannten die sich halt alle untereinander, die kennen sich seit 10 Jahren. Da braucht man gar nicht so viel Kommunikation auch oft, weil sozusagen das einfach untereinander ein bisschen besser funktioniert. Ihr sitzt ja auch alle im selben Boot. Also das klingt echt schön, also wahnsinnig traumhaft. So würde man sich ja jedes Softwareentwicklungsprojekt wünschen. Oft in größeren Projekten ist ja so, man kommt ja nicht mal aus der gleichen Firma. Man hat ja hier Team 1 ist zusammengesetzt aus 3 verschiedenen Firmen, von 2 verschiedenen Dienstleistern und vielleicht vom Kunden selbst noch ein Entwicklerteam. Also Entwickler in-house haben ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also wer noch Entwickler ist, wir suchen immer. Ich glaube, alle suchen. Ja. Frank hatte gerade eine brillante Idee. Ich glaube, wenn ihr dem Link im Chat folgt, dann könnt ihr selber scrollen und euren Kommentar finden, wenn ihr euch nicht mehr ganz genau daran erinnert, was es war. Mit dem Link sollte es funktionieren. Dann könnt ihr mich auch draufschubsen und ich teile es dann hier. Ja, geht. Gut, sehr schön. Super, ja, danke. Software ist nie fertig, finde ich auch schön. Dann ist es ein Produkt geworden. Ganz oben hat man natürlich einen der Klassiker. Wo war es? Häufige Änderungen. Also ich glaube, es ist der Overkill für alle Projekte, wenn sie mehr Änderungen als Tasks managen, weil es keinen abgestimmten Ablauf gibt, wie Änderungen eingesteuert werden,
oder Änderungen aus allen Richtungen kommen können und nicht kanalisiert werden, nicht kategorisiert werden, nicht priorisiert werden, auch vielleicht nicht abgeglichen werden gegen das, was beauftragt wurde. Und da dann Agilität mit zu viel Offenheit verwechselt wird. Auch aus einem laufenden Projekt mitten im Sprint Änderungen reinzuhauen und als Defects zu tarnen, damit es nicht auffällt und trotzdem gemacht wird. Also mit Vorsatz das Team nerven, ist natürlich auch so ein Thema, wie mit Änderungen umgegangen wird. Mhm. Gut, da fällt mir natürlich ein Punkt dazu ein mit den Änderungen, weil das sehe ich natürlich auch ganz häufig und ich höre auch ganz häufig und ich finde es auch relativ schockierend, dass man es auch oft in der Literatur liest. Agil bedeutet regelmäßig planen und das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Meinung. Meine Meinung ist, agil bedeutet regelmäßig liefern. Und nicht regelmäßig planen. Das regelmäßig Planen, das ergibt sich konsequenterweise dann, dass ich halt meine Lieferungen anpassen möchte, Feedback einspielen möchte. Und wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, es werden häufig Änderungen eingespielt. Ich habe überhaupt kein Problem mit den häufigen Änderungen. Nur die Lieferungen müssen noch häufiger sein. Und das ist meistens das, was nicht funktioniert. Na, mir fällt der Spruch nicht mehr ein. Das ist irgendwie was, man kann... Man darf nicht vorne schneller ändern, als man hinten was rauskriegt. Wenn ich im Tagesrhythmus liefern kann, dann kann ich auch im Tagesrhythmus ändern. Überhaupt kein Problem. Nur das, was ich sehe, dass oft Scrum gemacht wird. Und das ist das, was Chrissy auch gesagt hat. Ich meine, in den Studien, da steht dann oft, wir wenden Scrum an. Ja, was wird denn da angewendet? Da werden irgendwelche Meetings etabliert und vielleicht die Rollen benannt. Ja, und dann wird geplant, geplant, geplant. Aber egal, wie lang die Sprints sind, das mit dem Liefern, das steht noch nicht so im Fokus, wie es eigentlich bei Ken Schwaber und Jeff Sutherland im Fokus steht. Und wenn ich das hinbekomme mit den regelmäßigen Lieferungen, dann sind die Änderungen kein Problem mehr. Nein, halt, ich muss noch eines sicherstellen. Ich muss nicht nur regelmäßig liefern, sondern ich muss auch noch sicherstellen, dass die richtigen Stakeholder in meinen Review-Meetings sitzen. Und dann sind die Änderungen überhaupt kein Problem mehr. Weil dann verstehen die selber, doch stimmt, ich habe noch einen Punkt vergessen, komme ich gleich noch zu, aber dann verstehen die Stakeholder selber, was ihre Änderungen für einen Einfluss haben und dann diskutiert man auch im Review-Meeting, wenn man mal die Punkte alle sieht, die ja bei Scrum eigentlich toll wären, wenn man sie machen würde, im Review nicht nur zeigen und Feedback einholen, sondern auch überlegen, was haben denn die Maßnahmen für einen Einfluss auf meinen Plan? Ja, und dann sind die Änderungen kein Problem mehr. Ich habe noch eins vergessen und das ist was ich da reingeschrieben habe. Die Umsetzerseite übernimmt keine Verantwortung für Nutzen und Qualität. Mhm. Und das ist so ein bisschen was noch aus dem klassischen tayloristischen Ansatz kommt. Ich meine, Taylor sagt ja auch, die sind ja viel zu blöd, die tun es ja eh nicht. Ja, wenn wir denen nicht genau sagen, was sie zu tun haben, dann sitzen sie eh bloß auf dem Sofa und tun nichts. Solange dieses tayloristische Denken noch verbreitet ist, und manche Umsetzerteams genießen das, dass das verbreitet ist, weil da können sie hinsetzen und sagen, ja, sag mir, was ich tun soll und wenn du mir das nicht sagst, dann brauche ich ja auch nichts zu tun. Ja? Und das ist das mit der Verantwortung. Ja. Frank hat gerade was irgendwie, ich weiß nicht, Frank, wie soll ich deine... Ich nur den Chris navigieren, wollte ihm sagen, dass er noch runterscrollen muss. Okay. Ja. Ja, also das ist was ich sehe. Und jetzt kommt ein Punkt, mit dem ich auch hadere. Und zwar... Genau dieser Punkt, Umsetzerseite übernimmt keine Verantwortung für Nutzen und Qualität. Kriegen wir die Umsetzer überhaupt dazu? Und Anja, wenn ich den Namen richtig gelesen habe, hat gerade erzählt, ja, wenn die sich kennen und es wirklich wollen und für das Produkt brennen, dann kommt da auch was raus. Aber spätestens, wenn ich mit Dienstleistern arbeite, dann wollen die doch Geld verdienen. Brennen die für das Produkt? Ja, und da, das, ich hadere deshalb damit, weil ich noch nicht, also das ist ein bisschen philosophisch, auch geht in die Psychologie, mir noch gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt möglich ist oder ob Taylor doch recht hatte. Womit recht hatte? Dass er sagt, ich habe mir übrigens spaßeshalber gerade das Büchlein bestellt, man kann es, also dieses von 1911 da, The Principles of Scientific Management, weil ich es endlich mal wirklich reinschauen wollte. Er sagt,
wenn ich nicht genau vorschreibe, was zu tun ist, wie es zu tun ist und der exakte erlaubte Zeitaufwand, dann funktioniert es nicht. Ja. Die Arbeiter sind von Natur aus zu faul. Ich glaube, da passiert sich doch eigentlich, sorry, jetzt muss ich mich, ich hoffe, es funktioniert, also ich habe technische Probleme. Ich bin nicht der Meinung, aber ich hadere damit. Das ist ja eigentlich genau das, was Ken Schwaber auch versucht zu formulieren mit seinen Grundsätzen. Also steht ja Fokus auch im Hintergrund, Commitment und Eigenverantwortung. Also darauf basiert das Ganze. Wenn man diese Themen nicht einhält, dann muss man, glaube ich, auch gar nicht anfangen, mit agilen Methodiken zu arbeiten. Da kann man sich ja agil nennen, wie man möchte, und seine Anforderungen täglich ändern. Von mir aus, das ist aber für mich, hat das nichts mit agil zu tun. Richtig, also, genau. Ich sage auch immer, ich bin als PO verantwortlich für einen Product Backlog. Und wenn ich dann sage, Leute, das hat gerade keinen Sinn, diese Änderung, das kriegen wir nicht hin, dann respektieren es in der Regel auch die Stakeholder, weil das manchmal haben die Stakeholder dann tatsächlich auch die Idee zum sagen, ja, boah, gestern haben wir so gesagt, heute machen wir es so. Und dann muss man halt auch mal als PO dann sagen, ja, Moment, Leute, jetzt probieren wir das mal aus, schaut euch das mal an. Und im nächsten Sprint Review entscheiden wir dann, ob wir es nochmal ändern oder ob es nicht doch so cool war, wie wir es uns überlegt haben. Und das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss dann immer, dass man halt eben eine gemeinsame fachliche Basis braucht. Man unterscheidet immer zwischen Fachexpertise und Technologieexpertise. Man muss halt als Technologieexperte auch die fachliche Expertise verstehen, die fachliche Domäne verstehen, in der man gerade unterwegs ist. Sei es durch Storytelling oder Eventstorming, das sind so ganz klassische Methoden dafür, damit man dann eben die Software auch wirklich entwickeln kann. Also ich finde immer, wenn die Kollegen nicht wissen, die fachliche Ebene verstehen, dann entwickeln sie auch komplett daneben. Und das, da würde ich denen auch gar keinen Vorwurf machen, wenn sie dann daneben entwickeln würden, weil das ist selbstverständlich, wenn man nicht verstanden hat, um was es geht. Aber sie brauchen natürlich einfach die Selbstverantwortung, weil ich habe, ehrlich gesagt, würde ich mir das auch gar keinen Spaß machen, wenn ich ihnen vorschreiben muss, heute macht ihr das, morgen macht ihr das. Ja, dann habe ich als PO auch keinen Spaß. Dann hänge ich die ganze Zeit nur in organisatorischen Themen rum. Mhm. Das finde ich beruht bei mir immer so auf Gegenseitigkeit, dass man dann eben dann auch sich fokussieren kann als Entwickler, aber im Gegenzug dadurch ich mich halt als PO auch auf meine Entwickler verlassen kann, dass sie selbstverantwortlich da weiterarbeiten und ich nicht jeden Tag ihnen hinterher springen muss. Bin ich hundertprozentig bei dir, Marco. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Das sehe ich bei vielen Teams, da krankt es ein bisschen. Also da sehe ich wirklich Defizite. Und wenn wir darüber sprechen, welche Methode funktioniert, ich glaube, agil oder nicht agil ist da gar nicht die Frage. Übernehmen die Umsetzer die Verantwortung? Treiben die diese technische Expertise? Ja? Wollen die wirklich ein gutes Produkt liefern? Weil du kannst als PO, ich meine, du sagst es ja selber, du kannst dich nicht um alles kümmern. Du kannst als PO nicht ständig denen auf den Füßen stehen. Ja, und ich glaube, damit steht und fällt das Ganze. Ja, das ist echt spannend. Ich finde auch den Punkt links von deinem, Thomas, sehr spannend. Weiß nicht, ob er auch von dir kam oder von jemand anderem. In dem grünen Kasten, linke Ecke drunter, genau. Wenn die Software nur Probleme lösen soll, also total spannender Gedankengang, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt, dann fehlt unter Umständen die positive Motivation und Vision. Darf ich dann direkt meinen dazu machen, der da unten drunter steht? Das immer gern. Der nebendran, Skillset in Organisation. Weil für mich ist der Punkt, also ich stimme zu 80% zu. Der Punkt, der das verbindet, ist das Thema Ownership. Ownership als was zu dem Thema Motivation passt, von dem Punkt davor. Wenn ich erwarte, dass der Product Owner der Owner ist, ja, was sind denn dann die Entwickler? Ja, wenn die nur die ausführende Hand sind und die haben keine Identifikation mit einem Produkt. Wenn die Entwickler jedoch, sage ich mal, ein Produkt haben, während der Product Owner der Nutzer ist und die eine Symbiose bilden, aber beide für ihren Bereich Ownership übernehmen können, und das bedeutet auch, den Ruhm einsacken, und nicht der Projektleiter hat das Projekt gemacht, sondern also nicht der Entwickler, die haben das Projekt gemacht, dann kriegt man das hin. Und das ist aus meiner Sicht, zu dem, was wir eben gesagt haben, wenn du externe Entwicklung hast, ist dieser Bruch sehr häufig an dieser Linie genau festgezimmert. Ja? Der externe Entwickler hat null Identifikation mit der Firma, deswegen auch nicht mit dem Produkt, und deswegen funktioniert das häufig auch nicht. Ich habe aber, also es liegt aber nicht in dem Externen, ich habe das mit Externen gehabt, dass das nicht so ist, sondern wenn du Ownership tatsächlich übergibst, und das bedeutet, die Erwartungshaltung ist, der Entwickler versteht bitte, was da fachlich zu tun ist. Ein Entwickler, der sagt, ich verstehe die Fachlichkeit nicht, am besten gleich raus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das
also ich als Softwareentwickler sage, das geht überhaupt nicht. Und die Frage ist nur, wie kann man das tun? Ja, vor allem, wenn der Product Owner fachlicherseits gerne die Ownership behalten möchte. Und das ist sicher ein spannender Punkt. Ich meine, was du ansprichst, Frank, ich bin da voll davon überzeugt, dass Product Ownership keine Sache ist, die an einer Person hängt. Ja, Product Ownership ist eine Sache, die im Prinzip ganz viele übernehmen müssen. Wir wollen alle ein Produkt machen und wir übernehmen die Verantwortung, das auch gut machen zu wollen. Der Product Owner ist natürlich, ich muss so rum sagen, ich kann natürlich nicht jede Entscheidung irgendwo verteilt treffen oder im Konsens oder sowas. Das führt ja zu keinem Produkt. Deswegen brauche ich natürlich irgendwie schon eine Zentralisierung Personen eines Product Owners oder sowas ähnliches. Aber die Product Ownership, die Verantwortung dafür, dass das Produkt gut wird, das ist ein bisschen vielschichtiger. Und ich finde, da passt die Analogie mit dem Hausbau zur Abwechslung mal ganz gut. Wenn du sagst, der Owner ist derjenige, der das Haus besitzt. Ja, und wenn der jetzt aber einen Architekt beauftragt und sagt, hier, mach mir mal X oder Y, dann ist er immer noch der Owner. Das ist immer noch sein Haus. Trotzdem kann der Architekt für sein Gewerk oder wie man das nennen will, durchaus Ownership übernehmen und auch stolz und sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht, während das Haus von dem anderen bleibt. Also diese beiden Sachen kann man ganz gut nebeneinander stellen und die können gut miteinander existieren, wenn man weiß, was die beiden halt tun. Ja, und da sage ich mal, wenn einer von den beiden seinen Job nicht richtig macht, dann funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber der Owner ist am Ende der, dem es gehört. Da gibt es nur einen oder halt von mir aus wenige. Aber das ist ja genau das, was Ken Schwaber eigentlich auch macht. Ja. Product Owner ist vielleicht ein ungünstiger Name, muss man wirklich zugeben. Weil es ist ja eigentlich der Product Owner, dem gehört das Backlog, der Mensch des Backlog. Und laut Ken Schwaber ist die Produktverantwortlichkeit an sich liegt ja beim Scrum-Team, nicht beim Product Owner. Der Product Owner ist verantwortlich fürs Backlog und der Developer ist verantwortlich für sein Sprint-Backlog, also für den Output dahinter. Somit hat jeder seine Verantwortung und damit auch das Commitment dazu im Umkehrschluss. Also wenn jetzt der Developer nicht liefert und seine Verantwortung trägt für sein Sprint-Backlog, für seine Anforderungen, die er diesen Sprint aussetzen will, dann steht der Product Owner da und weiß nicht mehr, was er tun soll, packt sich die Hände zusammen und verzieht sich unter seine Bettdecke. Und andersrum natürlich, wenn jetzt der Developer sein Sprint-Backlog nicht mehr füllen kann und nichts mehr zu tun hat, dann verzieht er sich natürlich auch und sagt, ja gut, ist mir auch egal dann. Das beruht ja eigentlich auf Gegenseitigkeit, aber das Produkt an sich oder auch eine Dienstleistung ist ja egal. Also Scrum kann man ja mit allem entwickeln. Ist ja eigentlich, das Produkt an sich gehört genau gesamten Scrum-Team, also auch ein Scrum-Master im Endeffekt dann auch. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis und das triggert bei mir was, ja, was ich auch in der Praxis sehr häufig sehe. Es wird viel von Scrum gemacht, aber das Sprint-Goal und das Commitment der Developer auf das Sprint Goal oder das Commitment des gesamten Scrum Teams auf das Sprint Goal. Ne, nicht, dass es überhaupt mal ein Sprint Goal gibt oder dass das irgendwo steht und formuliert ist, aber dieses Commitment. Ganz viele verstehen, wir committen uns auf die einzelnen Tätigkeiten, die uns zugewiesen werden. Falscher könnten wir es nicht machen. Ich sehe diese Zielorientierung, dieses Commitment nicht wirklich in der Praxis. Ich glaube, das ist nur gestalterisches Können. Also ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter mit meinem Team. Wir haben nicht nur ein Sprint-Goal und ein Product-Goal. Wir bauen uns ein Release-Goal, wir bauen uns ein Product-Goal und über dem Product-Goal steht eine Vision. Mhm. Somit hast du immer ein klares Commitment und eine klare Entscheidungsrichtlinie, also an der du handhabst. Wenn du sagst, okay, unser Release-Goal wird gefährdet, weil wir jetzt Story XY umsetzen, heißt klar, okay, schade, können wir nicht machen, wir dürfen unser Release-Goal nicht vernachlässigen. Aber das ist einfach nur eine Doing-Sache. Es muss im Team gemacht werden, finde ich. Es muss gemacht werden, ja. Erinnert mich an. Ist auch nicht schwer. Also so ein Goal ausmachen, das dauert eine Viertelstunde. Das ist kein Aufwand. Aber man muss sich die Zeit nehmen. Aber es erinnert mich an Roman Pichler. Goal-Oriented Roadmap. In der Praxis sehe ich die nicht. Aber ich fände es toll, wenn es gemacht werden würde. Ich versuche es überall einzuführen. Es ist nicht einfach. Ich erinnere das auch noch an was. Marco, diese Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Zielen mit unterschiedlicher Reichweite. Wenn du in einem Wald stehst und dich orientieren möchtest und sagst, okay, du gehst jetzt Richtung Osten raus, dann reicht dir halt ein Fixpunkt nicht. Also nur das Sprint-Goal für den nächsten Sprint
wird nicht reichen. Du brauchst irgendwie zwei Punkte, um eine Flucht zu bauen. Und dann den nächsten Baum musst du irgendwie schon benutzen. Und dann brauchst du wieder einen weiteren Baum zur Flucht. Sonst kommst du vom Kurs ab. Und das erlebe ich auch häufig, dass eigentlich nur die ganzen Kurzfristziele und Sprint-Goals geteilt werden. Aber was dahinter steht, im nächsten Release stehen soll, die ganze Vision des Kunden ist, vielleicht auch die Entwickler mal an den Kunden ranlassen, in so eine Review, die so zu gestalten, dass sie da rankommen und das spüren können, was der Kunde da will, wo es hingehen soll. Diese Orientierung fehlt dann häufig, weil zu kurzfristig in Sprints nur gedacht wird. Und dann entsteht so ein Zickzack-Eierkurs und auch wenig Commitment natürlich, weil man gar nicht weiß, was steht denn da dahinter? Was ist denn das größere Ziel, was zu erreichen gilt? Ich erinnere mich da auch, lieber Chris und liebe Antje, wir hatten ja im Oktober zusammen ein Treffen, da haben wir über das Thema Gesamtverantwortung in Teams gesprochen, dass es eben nur mit, wenn jeder seine, also auf diese Gesamtverantwortung beziehungsweise dieses gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision auch kennt und dort auch immer wieder mitgenommen wird, eben nicht nur in Sprints gedacht wird, sondern eben vor allem immer wieder geguckt wird, wofür machen wir das Ganze eigentlich? Es sind ja alles in einem, also es geht ja nicht nur darum, ein Produkt oder eine Software zu entwickeln, die ein Problem löst. Das war ja gerade ein super schönes hier Menti-Zitat, sondern damit ja irgendwie etwas zu verbessern, einen Mehrwert zu schaffen und da auch immer mal wieder sich in der Retro, die man auch nutzen kann, ja mit den Kunden gemeinsam wieder, sage ich mal, auf die sehr weichen Faktoren sich anzugucken, wo sind wir schon, was haben wir schon geschafft. Was wir solche Unternehmen jetzt gerade viel machen, ist auch wirklich sich gemeinsam, also ich sage mal auch an Meilensteine zu feiern und dort sich auch als Team, vor allem wenn das eben längerfristige Projekte sind, wo man mehrere Jahre zusammen ist, gegebenenfalls sogar mit Wechsel in den Teams von Personen, dass man sich immer wieder auch menschlich dabei nähert und Verständnis voreinander aufbaut, weil dann sind auch diese ganzen Barrieren, die man dann hat, was vor allem Kommunikationsthemen sind, wenn zum Beispiel eine Anforderung dann vom Entwicklungsteam nicht verstanden wird, also der Grund für die Veränderung oder der Grund für eine andere Richtung plötzlich und sie denken, dass ihre Arbeit der letzten Wochen umsonst war. Das hat ja immer einen Hintergrund und da auch offen ins Gespräch zu gehen und dafür sind solche, also das Thema, sich immer wieder der Gesamtverantwortung auch bewusst zu werden, dass es eben nur zusammen funktioniert. Der Kunde gibt natürlich vor, wo in was für eine ungefähre Richtung, der kennt die Anforderungen, aber es funktioniert nur gemeinsam. Und da auch immer wieder die Zeit, sich gemeinsam zu nehmen, das ist manchmal was wir gerade im Unternehmen, in den Projekten, unabhängig jetzt von der Software oder nicht Software, ganz viel Fokus drauf legen, weil wir merken, dass das unfassbar gut ist. Und wenn die sich einfach nur abends treffen, bei diesem App-Thema haben sie sich einfach regelmäßig abends zum Trinken getroffen. Also sowohl der Apotheker als auch der Softwareentwickler. Und das hat die unheimlich zusammengeschweißt. Das geht natürlich jetzt nicht. Man kann nicht ständig mit Kunden gehen als Dienstleister im Unternehmen. Es ist ein bisschen einfacher. Aber das war unfassbar wichtig auch insgesamt für so Projekte. Da warum immer wieder an die Dienstleister nicht gehen? Entschuldigung. Nee, ich weiß nicht, also wie das ist. Also ich meine, ich war zwar 8 Jahre lang auf Agenturseite auch tätig, aber ich war jetzt nicht ständig mit den Kunden von mir mal was trinken. Also vielleicht mal an dem Ende von einem Projekt, aber das haben wir jetzt nicht ständig gemacht. Also nicht so wie im Unternehmen, wo man sagt, was machst du denn jetzt hier so auf dem Weg nach Hause? Ja, wollen wir noch? Ja, na komm. Also so läuft es natürlich nicht. Sonst fragt man noch, wer muss jetzt zahlen oder so? Lädt jetzt der Dienstleister ein oder zahlt der Kunde? Als Alternative, wir machen immer mit dem Mittagessen, das geht auch. Ja, das geht auch, weil wir haben uns tatsächlich zu Hause getroffen beim Marketing und so, das war natürlich dann was anderes, das würde man selber vielleicht nicht machen. Aber auf jeden Fall machen, definitiv. Selbst Entwickler sind Menschen. Auf jeden Fall, also unsere Entwickler sind super also manche, coole Typen. Das ist dann immer abends, das ist ja dann schon dunkel, wenn man sich trifft. Edgar, du hattest die Hand gehoben, ne? Ja, wir hören dich gerade nicht. Oder höre ich ihn nur nicht? Nicht, dass er mir liegt. Ich höre auch nicht. Okay. Aber es ist nicht gemutet. Nee. Irgendwas am Mikro passt nicht. Mm. Der Chris kommt jetzt bei mir sehr gestört an. Sound. Ja, Chris, du hast so ein bisschen das Rauschen. Das hat Anja schon auch geschrieben. Ich gucke mal, ob ich was machen kann. Mm. Ja, Edgar, ich glaube, jetzt habe ich dich gehört. Ja, hört es jetzt, okay. Ja, ja. Ja,
Was ich vielleicht zu dieser Diskussion da beitragen wollte, ist, wenn wir schon im Bereich Hybrid und wo ist da die Grenze oder was auch immer nimmt man da? Und auch was gerade in der Diskussion drin war, ich sage eigentlich immer bei allem, um quasi agil in der Auswahl der Methodiken zu sein, die Methodik ist mir relativ egal, weil es ist nicht die Methodik, die ein Team erfolgreich macht, es ist ein Team, wo eine Methodik erfolgreich macht. Und letztendlich die Auswahl und das Picken der Dinge aus vielleicht verschiedenen Methodiken führt genau zu dem Erfolg von einem Team. Bedingt natürlich tatsächlich auch das, was vorher diskutiert wird, dass da auch eine gewisse Ownership für das Projekt, das Produkt oder was auch immer vom Team übernommen wird und dementsprechend auch aktiv daran gearbeitet wird und eben nicht blind eine Methodik übernommen wird und nur quasi stur der gefolgt und das muss uns jetzt erfolgreich machen, sondern dass wirklich auch da die aktive Rolle im Team gefragt ist. Und von dem her ist eigentlich für mich da immer eine Priorität, an dem Thema mal zu arbeiten, genau diese Ownership sozusagen fürs Projekt, also auch nicht nur jetzt für das Ergebnis des Projekts, sondern wie ich das Projekt gestalte, in einem Team unterzubringen. Absolut richtig. Passt voll gut zu dem Kommentar, den du im Chat geschrieben hast, so von wegen auffällig ist, dass es alles sehr technische Methoden sind. Mhm. Und was vermisst du? Ja, Culture Eats Strategy for Breakfast ist, glaube ich, gerade unser Thema. Strucker-Zitat. Also, dass man konkret, also Retrospektiven suche ich da irgendwo in der Mitte, ne? Mhm. Und dass ich halt konkret auch an der Teamkultur arbeite, natürlich auch einige der Dinge, die wir da drüber sehen, über den Retrospektiven, dienen schon auch einer Verbesserung der Arbeitskultur. Das ist schon klar, aber das hat es eher alles so im Hinterkopf. Ich würde dafür plädieren wollen, hier noch viel mehr Kulturarbeit, Teamaufbauarbeit, solche Methoden hier mit reinzunehmen. Gerne aus der agilen Welt. Was ist das, Frank? Das kann ich nicht. Strategy is culture, also because. Okay, das ist das Gegenargument. Genau, also wenn die Teamkultur nicht stimmt, passt, können wir, egal welches Vorgehensmodell wir wählen oder Methoden aus der Übersicht, wir werden immer Probleme haben. Darum geht es ja gerade. Ne? Und das war ja eigentlich so der O-Ton aus der Diskussion und den würde ich auch unterschreiben wollen. Und dafür vermisse ich so ein bisschen, dass man die, ne, also wir haben ein agiles Manifest, wir haben viel, was sich auf Kultur und Arbeitskultur beruft, aber das finde ich jetzt wieder nicht wieder in dieser Statistik, die Chrissy geteilt hat. Also, und auch in der Präsentation hattest du ja viel, Chrissy, vorstellen können über Vorgehensmodelle und wie man die kombiniert. Und das ist auch wichtig, aber ich habe eben das Gefühl, der andere, dieser menschliche Faktor, der zwischenmenschliche, der Teamfaktor, der ging da unter, aber nicht, weil du es nicht berücksichtigt hättest, sondern weil ich denke mal, da findet man einfach nichts drüber, weil es einfach vergessen, übersehen wird, zu schwierig ist, drüber zu reden, zu schreiben, in der Forschung auch. Ich weiß es nicht. Was habt ihr denn für eine Erfahrung, wenn irgendjemand über Scrum spricht oder wenn jemand drüber spricht, wir wollen jetzt uns ein bisschen mehr an Scrum orientieren, wir wollen da was einführen. Wo wird denn zuerst drüber gesprochen? Ja, was würdet ihr da sagen, wenn ihr mal so ein bisschen zurückdenkt? Weil ich habe einen Grund, warum ich diese Frage stelle. Weil wenn ich in Scrum Guide schaue, dann fängt man mit den Scrum-Werten. Oder nein, ganz vorne steht dran, Scrum ist ein Rahmenwerk, es ist nicht vollständig. Das heißt, Vorgehensmodell ist es nicht. So, und das Zweite, was dann drin steht, gleich auf der ersten Seite, wo es wirklich dann ums Fleisch des Ganzen geht, da wird von den Scrum-Werten gesprochen. Es werden nicht zuerst irgendwelche Meetings, die sowieso Events heißen, aber sei es drum, oder irgendwelche Verantwortlichkeiten eingeführt, sondern es wird zuerst mal über die Werte gesprochen. Und Antje, das geht voll und ganz in die Richtung, was du gerade gesagt hast, bei den ganzen Studien, die Werte finde ich überhaupt nicht. Ja, und dass man mal genau sagt, hey, Scrum, was ist eigentlich Hybrid? Mal abgesehen davon, dass ich bei Hybrid immer ein Holperdinger im Kopf habe, irgendwas nicht überlebensfähiges, aber das ist ein anderes Thema. So, was ist denn eigentlich Hybrid? Wenn ich mir Scrum mal wirklich anschaue, was ist es? Es ist ein Rahmenwerk und ich brauche noch ganz viel dazu, um es anzureichern. Ist es dann schon Hybrid? Ist Scrum von Haus aus Hybrid? Ich weiß nicht. Also, soll ich mal meine Meinung dazu sagen? Gerne. Ich glaube, dass man Scrum nicht anreichert, sondern du verstehst, wenn du Scrum machst, wie Scrum funktioniert mit der Zeit und
Du stellst fest, dass Scrum eigentlich alles enthält, was es braucht. In der Dimension, in der Scrum unterwegs ist. Wir hatten ja schon oft die Diskussion, dass wir zum Beispiel klassisches Projektmanagement ist einfach, hat mit der Scrum-Thematik nur bedingt was zu tun. Also die widersprechen sich nicht, die sind auf einer anderen Dimension unterwegs. Übrigens, by the way, dieses Bild mit den 5 Dimensionen fand ich super, super cool in der Präsentation. Das finde ich echt klasse. Und das heißt, wenn man sagt, man hat viele Sachen, die man anreichert, die liegen meistens aus meiner Sicht drumherum, also was zum Beispiel der Stefan mit dem Scrum-Mod gemacht hat oder was wir in verschiedenen Modellen schon haben. Wie mache ich um Scrum rum Planung? Ja, weil ich brauche, aus meiner Sicht brauche ich das. Und auch der Scrum-Guide meint das, glaube ich, damit, dass er sagt, wir sind kein Projektmanagement-Framework und solche Sachen. Aber innen drin in Scrum sollte man aus meiner Sicht das genauso machen, wie es ist und nicht anreichern. Das ist ein guter Hinweis, Frank. Ich glaube, ich sollte da mein Wording schärfen, weil ich meine das, was du gesagt hast. Ja, also ich möchte nicht Scrum anreichern. Also da, danke für den Hinweis. Ja, also es geht halt drumherum. Wir brauchen halt Dinge drumherum. Ja, es wurde vorher, Chrissy hat es ja auch gesagt, ja, ist das dann schon hybrid, wenn man mal sich ein bisschen auf das Projekt vorbereitet? Genau, gute Frage. Kommt immer wieder im Training. Ich weiß nicht. Also ich meine, auch was Marco gesagt hat, diese Goals, die fallen ja nicht vom Himmel. Ich meine, da muss ich schon ein bisschen was tun dafür. Da muss ich vielleicht auch mal einen Anforderungsworkshop durchführen, um ein Gefühl für dieses Goal zu kriegen. Und das war auch doch tatsächlich das, was ich meinte. Da muss ich schon was drumherum anreichern. Also danke für den Hinweis, Frank. Nicht Scrum selbst anreichern, aber ergänzen durch Praktiken, die das Ganze dann vollständig machen. Also ist das dann schon hybrid? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Also meine Antwort wäre nein, wäre es nicht. Hm. Ja. Nicht aus Sicht Scrum, sag mal so. Vielleicht so rum. Also wenn man andersrum anfängt, Wasserfall ist einfacher zu definieren. In meiner Definition ist der wesentliche Part von Wasserfall, dass ich versuche, diese einzelnen Phasen möglichst abzuschließen. Also zu sagen, ich mag die Spezifikation fertig haben, bevor ich was implementiere. Während ich, wenn ich agil, im agilen Setup den gleichen Scope nehme, das gleiche Feature zum Beispiel, würde ich nicht voll spezifizieren und dann anfangen zu entwickeln, sondern je nach Taktung in einem Sprint halt einen Teil spezifizieren, verstehen, implementieren, Feedback einholen. Sprich, das ganze Feature wird halt mehrfach in dem Rhythmus spezifizieren oder verstehen, implementieren und so weiter unterbrochen. Und im Wasserfall habe ich das nacheinander. Und das ist aus meiner Sicht der größte Haken an dem Wasserfallmodell. Wenn ich das mache, was ich nicht muss, dann komme ich in die Bredouille, dass ich unter Umständen viel zu viel spezifiziere, was ich nie brauche, dass die Ressourcen, die spezifiziert haben, weg sind, wenn die Entwickler anfangen und. Und Scrum fügt das meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Und deswegen aus Sicht Scrum ist das kein Problem, aus Sicht vom Wasserfall müsste es eigentlich eins sein. Und dann wäre es aus Wasserfall-Sicht hybrid, aus Scrum-Sicht ist egal. Wobei, jetzt fällt mir eine Frage ein. Und wir haben ja unsere Projektmanagement-Experten, zumindest von Chris und Antje weiß ich, und Frank, du ja auch, Projektmanagement ein Wahnsinns-Hintergrund, sicherlich mehr als ich. Aber traditionelles Projektmanagement ist ja nicht gleich Wasserfall. Das genau. Bedeutet ja viel mehr. Ja, traditionelles Projektmanagement lässt mir ja auch eine Agilität zu. Niemand schreibt mir vor, dass alles hundertprozentig festgeklopft sein muss. Genau. Ja, und den größten Unterschied, den ich so manchmal sehe, und bitte korrigiert mich, weil das ist auch nur was ich mir so ein bisschen versuche, in die Richtung zu denken. Der größte Unterschied, den ich sehe, dass das traditionelle Projektmanagement eher davon ausgeht, wir versuchen die Aktivitäten, die Tätigkeiten, was zu tun ist, so ein bisschen ja, zu layouten, Microsoft Project und solche Dinge. Ja, und dann guckt man, dass wir die Aufgaben verteilen. Und das Agile geht mehr Richtung, wir denken in Ergebnissen. Die Tätigkeiten ergeben sich eigentlich erst, wenn man mal als Entwickler verstanden hat, was ist mein Ziel, was will ich eigentlich erreichen. Dann muss ich nicht mehr gesagt bekommen, was ich zu tun habe, sondern dann kann ich das einigermaßen selbst entscheiden. Da oder selbst, nicht entscheiden ist da das falsche Wort, selbst finden, was ich tun muss.
Ja, und das ist für mich der größte Unterschied. Wie gesagt, Wasserfall habe ich eigentlich noch nie in seiner Reihenform erlebt. Traditionelles Projektmanagement sehr wohl, aber das kann meiner Meinung nach sehr agil sein, sehr anpassungsfähig. Es kam gerade im Chat, ich wollte es gerade auch sagen. traditionelles Wasserfall ist für komplizierte Probleme und das Agile für komplexe Probleme. Das fand ich super ganz gut. Hast du je ein nicht komplexes Projekt erlebt? Ich nicht. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Bau von einem Atomkraftwerk zum Beispiel. Jetzt versuchen wir ein Atomkraftwerk mit agilen Methodiken zu bauen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir erstmal den Kernreaktor bauen und das drumherum vergessen und mal ausprobieren, ob der Kernreaktor startet. Das wäre zum Beispiel so eins, wo ich sage, okay, sowas würde ich als kompliziert bezeichnen. Es ist klar, was ich bauen möchte. Ich möchte ein Atomkraftwerk bauen und ich weiß auch, auf was ich achten muss dabei und ziehe das Ganze halt dann natürlich Schritt für Schritt als Wasserfall durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Aufgabe lautet, ich soll mal ein Kraftwerk bauen oder ein energieerzeugendes Gebäude bauen, dann ist natürlich wieder Sache, das ist dann wieder komplex, weil dann kann ich mir überlegen, ja gut, ist es jetzt sinnvoller, auf erneuerbare Energien zu setzen? Baue ich vielleicht Solaranlagen aufs Dach? Stelle aber dann fest, verdammt, ich habe keine Sonne, weil oben drüber noch ein zweites Dach ist, keine Ahnung. reagiere dann darauf, baue meine eine Solarplatte wieder ab und stelle ein Windrad drauf und probiere es dann mal. Dann ist dann wieder ein anderes Thema, weil dann habe ich eine andere Ausgangslage. Und ich finde, das ist genau der Unterschied zwischen den beiden. Also es hat beides seine Berechtigung und klar, in der Softwareentwicklung ist es halt meistens eher komplex. Deswegen passt halt Scrum so cool auf Softwareentwicklung. Wobei ich jetzt mit dem Vergleich nicht ganz bei dir bin, weil Frage, ist Bahnhöfe oder Flughäfen bauen kompliziert oder komplex? Nehmen wir an, dass komplex immer auch kompliziert beinhaltet, ist das die Annahme? Ja, komplex ist eigentlich noch eine Stufe drüber. Kann ich kommentieren? Also eigentlich geht es nicht um komplex oder kompliziert, denn eigentlich ist alles, ist ja eh für mich jetzt persönlich synonym, die Ausdrücke. Es ist nur die Frage, wie präzise sind die Anforderungen von Anfang an klar. Also wenn ich jetzt einen Fusionsreaktor bauen will und noch niemand einen gebaut hat, dann lieber agil. Aber wenn ich das ganze Kraftwerk vorher schon planen kann und das 100% klar ist, wie es wird, brauche ich kein Agil. Also, ich glaube, dass in real existierenden größeren Systemen man immer ein komplexes System findet. Ich würde Differenzierung machen zwischen komplex und kompliziert, primär dran, ob das System einen gewissen adaptiven Charakter hat. Also wenn ich sage, ich habe so eine Uhr, eine mechanische Uhr, die ist vielleicht kompliziert, ja, aber die funktioniert halt irgendwie immer gleich. Wenn ich ein System habe mit Menschen, dann passen die sich an. Ja? Und Menschen, egal ob ich jetzt ein Atomkraftwerk nehme oder was Kleineres, ich habe Zulieferer, die haben unterschiedliche Mitarbeiter, die kommen, die gehen. Irgendwas verschiebt sich im Projektplan, irgendwo fällt ein Budget um. Also sprich, man findet normalerweise ein adaptives System vor und dann muss ich, meiner Meinung nach, fahre ich immer besser mit Methoden, die damit umgehen können. Das heißt, was ich nicht machen würde, ist bei einem Atomkraftwerk einfach mit dem Kern anfangen zu experimentieren. Ja? Also das ist einfach ein dusseliges Vorgehen. Das hat jetzt nichts mit Agilität zu tun, das ist einfach dusselig. Ja? Und trotzdem würde ich aber sagen, oh, ich brauche für dieses Kühlsystem, der Reaktor hier, der ist viel größer als die anderen, dann mache ich mal einen Prototyp, ja, und guck mal, ob das halt läuft. Ja, also ich kann trotzdem diese agile Vorgehensweise benutzen. Und da für mich ist auch das, was du eben gesagt hast, Thomas, ich würde trotzdem drumherum einen Plan machen und sagen, wir machen jetzt nicht die Kernschmelze als erstes. Ja, egal, agil oder nicht, da strukturiere ich meinen Produktbacklog und sage, ne, das kann ich trotzdem beides tun. Der Knackpunkt kommt, wenn das System sich drumherum adaptiert. Und da vielleicht ein Buchtipp, falls es jemand interessiert. Drift into Failure. Das beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Flugzeugbau, was eine Technologie ist, die schon sehr lange existiert, wo man aber gut zeigen kann, oder Bau von Raumschiffen. Also das Thema Challenger wurde dort thematisiert. Was passiert, wenn ich so ein System habe aus Zulieferern und Modulen, Sachen, die ich kaufe, wenn diese Systeme sich einzeln selbst adaptieren. Sprich, der Dienstleister macht ein Effizienzprogramm, ja, und plötzlich ändert er seine Qualitätsrichtlinien intern. Was passiert dann? Und am Schluss kommt halt raus, das komplexe System funktioniert nicht mehr.
Aber das Buch ist nicht ganz so leicht, aber sehr, sehr cooles Buch dazu. Kannst du mal in den Chat schreiben. In gewisser Weise habe ich noch einen Kommentar, der da ganz gut reinpasst, Frank. Wenn ich immer zum Beispiel die Stacey-Matrix erkläre und dann kommt natürlich auch das Thema komplex, kompliziert und wo packe ich traditionell und wo Wasserfall hin, finde ich, das Wasserfall passt eigentlich als Modell nur in eine Umgebung, die sehr strikt ist, wo entweder die Regularien und Auflagen, ich war viele Jahre im Fast-Moving Consumer Goods, also Lebensmittel, Güterbereich, auch im Pharma bin ich viel unterwegs. Das ist so streng, so reglementiert. Bei den Anforderungen gibt es da nicht viel zu deuten. Und dann ist es nur noch, wie setze ich das um? Und gerade Pharma ist methodentechnisch. Das muss alles validiert, bei einer FDA zugelassen, abgenommen sein. Sonst machst du da gar nichts, sonst schaltest du kein Gerät an, das irgendwas misst von dem, was du produzieren willst. Das muss alles so wasserdicht sein, dass du rechts und links nicht viel Bewegungsspielraum hast. Dann brauchen wir über komplex und kompliziert nicht reden. Das ist es vielleicht, aber es ist alles vorherbestimmt. Und das muss genauso erfolgen, sonst bekommt es keine Zulassung. Ähnlich vielleicht auch mit Zügen, die ich auf die Gleise stelle. Da gibt es eine Abteilung, die beschäftigt sich von Anfang bis Ende nur mit der Homologation, also der Zulassung dieses Zuges für die Schiene. Und da gibt es nichts zu deuten. Da gibt es Paragraphen wie Gesetze. Und deswegen nehme ich viel lieber den Begriff strikt, wenn es um Wasserfall geht, um klarzumachen, wann Wasserfall wirklich Sinn macht. Komplexität kommt sicherlich immer alleine, Frank, du hast gesagt, durch die Leute drumherum, Dienstleister, wie viele Entitäten sind involviert, wie lange geht das, kommt Komplexität automatisch hinzu. Also was du sagst, diese Regularien und so weiter, das sind ja in der Regel, das hatte ich glaube ich auch als einen Beitrag mit dabei, aus der Erfahrung, dass man ein komplexes System hat und ich möchte die Komplexität in den Griff kriegen. Deswegen habe ich ja gerade bei Pharma so viele Regeln und die wären ja Teil deines Projektkontextes. Ja. Du würdest natürlich mit den Regeln agil umgehen, ja, aber du würdest natürlich trotzdem sagen, bewege ich mich in Iterationen auf das Ziel zu oder nicht? Und daran würde ich es eher festmachen. Und wie gesagt, der Komplexitätspart, und der ist nicht ganz trivial. Deswegen, das Buch ist wirklich sehr, sehr cool. Der versteckt sich halt dann. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe das im Griff durch Regeln, dann tappt man in diese Falle, dass man vergisst, dass es ein komplexes System ist und dass trotz der Regeln die Menschen, die da drin sind, also nicht nur die Menschen, die jetzt Fehler machen, sondern dass so ein System, ohne dass irgendeiner einen Fehler macht, in einen Fehlzustand abdriftet. Weil alle Menschen ihren Scope sehen, logischerweise, der Kontrolleur, der Qualitätssicherer, der was auch immer. Und die optimieren sich natürlich immer selber, weil sie sagen, okay, ich will halt mehr schaffen, ich will habe Effizienzdruck, Marktdruck, was auch immer. Und was man nicht sieht, ist, ab einem gewissen Punkt, wenn das System sich optimiert, was es ja soll, das adaptiert sich ja, dass es automatisch auf einen Breakpoint zusteuert, den du nicht sehen kannst. Ja, weil alle optimieren, ja, und du weißt nicht, wo das Ding halt bricht. Und die Idee bei den komplexen Systemen ist, oder wenn du dir das Modell nimmst, ist, dass du die Awareness behältst und sagst, was immer ich glaube, was ich hier im Griff habe, man sollte dran denken, wenn es ein adaptives System ist, dass es eine Komplexität hat, die man nicht sieht, und dann musst du Gegenmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel, Awareness bei jedem schaffen. Ja? Und es ist einfacher, wenn man ein Flugzeug baut, ja, dass man die Leute sagt, okay, wenn du einen Fehler machst, ja, oder irgendeiner einen Fehler macht, stürzt das Ding halt ab. Ja, das ist leicht, da können die Awareness hochzuhalten. Bei Softwareprojekten ist es halt nicht so. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems. Zum Beispiel Security Awareness hochzuhalten in so einem Projekt, das ist schwierig, ja, wie man sieht. Ich glaube, dass das Wasserfallmodell gerade dem Auftraggeber eine falsche Sicherheit vorgaukelt. Und deswegen wird es noch so oft eingesetzt. Na, es unterstellt ja, wir haben alles im Griff. Wir haben kluge Leute, die gut planen, die alles beachten. Und dann wird es von sehr kompetenten Entwicklern umgesetzt. Dann müssen wir noch ein bisschen testen, ein bisschen nachschärfen. Und dann ist es das, was der Auftraggeber haben will. Und das... Also ich habe das tatsächlich auch erlebt bei uns. Ich war überrascht, dass ein großer Dienstleister ein sehr wichtiges Einführungsprojekt im Wasserfallmodell durchgeführt hat. Schön irgendwie ein großes Software eingeführt, in
einzelnen kleinen Teilprojekten das aufgesplittet hatte und dadurch natürlich sehr viel Berater auch eingesetzt hat. Und am Ende des Tages, das Projekt natürlich dauerte länger, das ist klar, aber wir haben tatsächlich, jetzt sind wir an einem Punkt, wo man ganz fairerweise sagen müsste, genau wie du es gesagt hast, wo bricht dieses System? Nämlich die ganzen Sachen, die man nicht betrachtet hat, weil man damals jeder für sich in seinem Modul gedacht hat und da, wo es jetzt zusammenspielen soll, es plötzlich nicht mehr zusammenspielt. Und das ist ziemlich bitter, weil man natürlich nicht hingehen kann und so ein großes Projekt einfach mal wieder von vorne aufrollen mit den ganzen Erfahrungen. Und trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass gerade diese agilen Methoden immer noch so ein bisschen, ich glaube, am Anfang sagte es irgendjemand, mal ist es halt hip, es ist toll und dann heißt es, wir machen agil, aber in Wirklichkeit meinen wir gar nicht, dass wir agil vorgehen, weil gerade der Auftraggeber meint, wir müssen es alles im Griff haben und behalten. Und wir schreiben es nur oben drauf, weil es gerade schön aussieht. Aber ich glaube, der Thomas sagte es immer so, ja, dass der Entwickler die Verantwortung hat und selber entscheidet, wo geht es hin oder so. Und das wäre undenkbar bei einigen Auftraggebern. Die würden ja wirklich sehr viel Verantwortung abgeben dann an den Entwickler. Und das muss man, glaube ich, auch diese Schiene sehr betrachten, warum auch, glaube ich, viele Vorgehensmodelle und Projekte auch tatsächlich schwierig in der Umsetzung sind. Aber Silke, da hast du gerade was angesprochen, der Entwickler entscheidet, wo es hingeht. Ich bin definitiv der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Die Entwickler entscheiden, wie sie es am besten machen, aber die Entwickler entscheiden nicht, wo es hingeht. Ja. Das ist ein Missverständnis. Nee, du hast recht, Entschuldigung, ja. Aber es ist ja genau dass man sagt, irgendwie, weil die halt wissen, was das große Ziel ist, wo es hingeht. Deswegen können sie Entscheidungen treffen und müssen nicht jede Entwicklungsentscheidung irgendwie abprüfen lassen. Ne? Ich denke, das ist eine ganz gute Definition für das Thema Ownership. Ja, wenn man das aufteilt und sagt, der Entwickler hat jetzt vielleicht nicht die Entscheidung, wo es fachlich funktional hingeht, aber zum Beispiel, ob er jetzt eine klassische Datenbank einsetzt oder was er dort technisch einsetzt, das kann man durchaus beim Entwickler sehen. Aber wie bei allen Verantwortungsfragen, am Ende des Tages hängt es davon ab, wie viel Vertrauen habe ich in die andere Partei, egal welche Partei das ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man im klassischen Modell gerne unterschätzt, dass man den Aufbau des Vertrauens nicht aktiv fördert, während er beim Scrum in Anführungsstrichen eingebaut ist, der Prozess, also nicht das Vertrauen. Ja, weil man halt da in einem kleinen Team eng miteinander arbeitet, man die Deliverables am Ende vom Sprint sofort sieht und dadurch ergibt sich ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und in einem eher wasserfallartigen, eher klassischen, tayloristischen Modell hat man das nicht automatisch. Da muss man das manuell einführen, sage ich mal. Würde ich vermuten. Ja, ich habe auch das Gefühl, also so meine Erfahrung, wenn dieses Vertrauen verspielt worden ist, dass auch der Entwickler, weil er schon so lange dabei ist und sehr viel anderes erlebt hat, dass man ihm eben nicht vertraut, dann rennt er auch, dann sitzt er auch da und wartet genau darauf, dass man ihm die Aufgaben häppchengerecht dahin wirft, weil er sagt, ich weiß es zwar besser, aber ist ja nicht hier gefragt. Ne? Das ist mein Lieblingspunkt, wenn ich über das Thema rede, zu sagen, wo kann man da ansetzen? Das ist bei der Kultur. Wie geht man mit einem Entwickler um, der eine falsche Schätzung abgegeben hat? Ja, zu hoch oder zu niedrig, ist egal. Ja. So, wenn der eine Schätzung abgegeben hat, die war zu hoch, ja, und ist er plötzlich vorher fertig, dann nimmt man den nicht mehr ernst. Wenn das nächste Mal schätzt, sagt man, ja, dann ziehe ich da gleich mal 30% ab, der schätzt immer zu hoch. Und egal in welcher Richtung das geht, man kommt gerne in so einen Teufelskreis. Und erst wenn man das schafft, ein Vertrauen aufzubauen, dass der Entwickler eine Schätzung abgeben kann, die transparent ist und der Projektleiter ihm sagt, pass mal auf, ich nehme die nicht und trage die so einen Projektplan ein, sondern er hat halt was damit zu tun, nämlich mit Buffern und mit Risiken und so weiter umzugehen. Dieses Vertrauen, dass die beiden Seiten zusammenpassen, das wird häufig dort verletzt. Sondern es kommt nach dem ersten Plan, den der unbedarfte Projektleiter basierend auf der ersten Schätzung gemacht hat. Man hält den Meilenstein nicht und dann geht es Blaming los. In alle Richtungen, ja. Und das ist so ein Vertrauensverhältnis, was man halt, wie gesagt, aufbauen muss. Und meine Hypothese ist, dass Scrum vielleicht, ohne das zu wissen, dieses Problem ganz
simpel erledigt, dadurch, dass man halt in dieser Taktung ist und in diesem einen Team, wenn man es einfach macht, ja, also wenn man natürlich sagt, ich mache nicht alle Sachen von Scrum, wird es ein bisschen schwieriger, aber diese enge Taktung und diese enge Teamverzahnung sorgt dafür, dass man dieses Vertrauen zwingend aufbaut oder transparent wird, dass man halt ein Problem hat. Und das verschleppt sich im Wasserfallmodell leichter. Sehr viel leichter, absolut. Nihat hatte noch einen interessanten Gedanken bzw. Kommentar. Woher kennt man im klassischen PM die Wahrheit über die Anforderungen und wer besitzt die Wahrheit? Und mir fällt dann nochmal Geschichten aus meiner Beratervergangenheit ein. Es ist im Endeffekt der Kunde, der die Beratung beauftragt und das Geld zahlt. Der definiert, was zu liefern ist, bis wann und kickt dann halt auch raus, wenn das nicht läuft. Und da ist dann ziemlich Wurst, ob man das agil, klassisch oder sonst wie macht, wenn der Auftraggeber oder die geldgebende Partei damit nicht d'accord ist, dann hat sie es erledigt und er sucht sich jemand anders. Also das ist natürlich auch so eine Sache, wahrscheinlich fließt die Wahrheit, Fragezeichen, in die Runde Richtung Geld. Auch wenn es nicht so immer sein sollte, aber das ist eure Erfahrung. Ich habe ja schon kommentiert, oder? Sag. Also, genau, aus meiner Sicht weiß der Projektmanager die Wahrheit eben nicht, sondern dafür hat man so Sachen wie Risikomanagement und Puffer und entsprechende Planungsthemen, Meilensteine, Quality Gates, je nachdem, was für ein Modell man hat. Man weiß eben halt nicht. Man sollte davon ausgehen, dass man es nicht weiß, auch wenn man oder gerade wenn man ein klassisches Projektmanagement macht und gerade wenn man Wasserfall macht, sollte man davon ausgehen, dass man es nicht weiß. Wie gesagt, beim Scrum ist es offensichtlich. Also da ist die Entität, die felsenfest behauptet, sie wüsste es und wir brauchen auch kein Risikomanagement, wir machen das jetzt genauso. Das ist dann Kommunikation, Stakeholder-Management. Genau, wir machen keine Puffer rein. Ja, danke. Also dem sage ich nie, wie viel Puffer ich drin habe. Ja. Aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu dünn, das Brett. Ich komme nochmal drauf zurück, weil das, was der Thomas gesagt hat, das fand ich ganz gut mit seinem Taylorismus und so weiter und so fort. Das war ja so ein bisschen auch in die Richtung gemünzt, so von wegen, es gibt irgendeinen, der hat im Grunde genommen den brennenden Busch gesehen, der sagt allen anderen, was sie zu tun haben, weil er davon ausgeht, dass die anderen das im Grunde genommen so haben möchten. Um es jetzt mal versucht, irgendwie verkürzt darzustellen. Und das heißt aber auch, dass derjenige, der das tun soll, muss ja dann in irgendeiner Form die Wahrheit kennen. Da komme ich auf dieses, ich bin jetzt auch keiner, der sich da wahnsinnig toll mit auskennt und will jetzt auch nicht mit Passwörtern rumschmeißen, aber das ganze Thema Demand Management und bla bla bla, das ist doch im Grunde genommen Voraussetzung dafür, dass ich in irgendeiner Form irgendwie ein Ziel verfolgen kann. Also jetzt nur einfach zu sagen, ich will jetzt, so wie vorhin in dem Beispiel genannt, irgendeine App entwickeln, die den und den Zweck erfüllt, das ist ja noch nicht ausreichend dafür, dass ich tatsächlich ein Projekt steuere. Also muss ich ja in irgendeiner Form tatsächlich sagen, hey, wie setze ich die einzelnen Schritte um an dieses Ziel zu kommen? Und das eine ist natürlich die Frage, in welcher Form findet eine Beteiligung statt? Und ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn man es mal ganz ketzerisch in dieser klassischen Methode umsetzen würde, müsste das ja im Grunde genommen einer wissen und der sagt es an allen anderen, während in der agilen Form ist ja im Grunde genommen durch diese, durch diese Beteiligung, ne? Im besten Fall mit den OKRs, was ja auch schon hier mittlerweile in dem Chat geschrieben wurde, zu einer Beteiligung an der Zielsetzung führt. Also es soll heißen, für mich persönlich ist ja gerade der Vorteil bei so einer agilen Vorgehensweise, dass man im Grunde genommen jetzt einfach sagt, ich kenne ja zwar nur das Ziel, aber ich kenne ja nicht den Weg dorthin. Und während es bei der klassischen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendeinen geben muss, der die Wahrheit kennt. Und ich glaube auch, dass das halt auch das Schwierige ist. Und Risikomanagement brauche ich so oder so, weil es sagt ja nicht, dass ich bei der einen Geschichte keinen Plan habe und bei der anderen Geschichte habe ich einen Plan. Sind jetzt mehrere Dimensionen drin. Also man kann natürlich auch in einem Scrum oder sowas ein Risikomanagement machen, aber der prinzipielle Approach von Scrum ist eigentlich, das nicht zu machen. Und im Wasserfallmodell oder
muss ein bisschen aufpassen, das ist auch jetzt alles für mich. Also im klassischen Projektmanagement würde ich als Projektleiter auf jeden Fall nie auf die Idee kommen, dass ich als Projektleiter alles weiß. Das wäre auf jeden Fall auch im klassischen Projektmanagement falsch aus meiner Sicht. Sondern was ich weiß ist, und da treffe ich eine Entscheidung, wenn ich jetzt sage, ich will Wasserfall machen, dann weiß ich, wie meine Phasen aussehen. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie lang die sind, ich weiß noch nicht, welche Ressourcen ich brauche, sondern damit gehe ich halt hin zu den Experten, Architekten, Entwickler, was auch immer, und dann nehme ich deren Schätzung und dann nehme ich die in meine Planung rein, mache die hoffentlich transparent, plane meine Puffer ein und so weiter und steuere darüber das Projekt. Während ich im agilen Modell normalerweise die Sachen früher ins Team gebe und das Team in einer engeren Taktung das miteinander abstimmt. Dadurch spare ich mir ein Stück weit das Risikomanagement, was ich in einem wasserfallartigen Modell mehr machen muss, weil ich sage, das maximale Risiko, ich meine, Chris Bierdeckel Erklärung ist da vielleicht ganz gut, das spare ich mir dadurch, da ich sowieso nachjustiere nach dem Sprint. Ja, ist es ein bisschen arg schwarz-weiß gemalt, so trivial ist es nicht, aber ein Stück weit ist das die Idee hinter dem agilen Modell, dass ich dort häufiger korrigiere, was ich dann, sage ich mal, flat als Puffer einplane, während bei dem Wasserfallmodell ich das Risiko habe, dass ich weit vorbeiziele. Ja, und dass ich das erst sehr spät merke. Zum Beispiel erst nachdem ich die ganze Spezifikationsaufwände schon aus dem Fenster geschmissen habe, stelle ich fest, boah, das brauche ich gar nicht. Ja, kommt ein Kundenfeedback, das habe ich alles spezifiziert, brauche ich nicht. Scrum hat dieses Risiko qua Definition nicht. Ich kann nicht alle Spezifikationen gemacht haben und dann erst feststellen, außer ich mache halt Scrum falsch, aber wenn ich Scrum mache, kriege ich nach dem Sprint ein Feedback. Ich kann nicht so weit falsch laufen wie in dem anderen Modell. Das zahle ich mit anderen Overhead-Kosten, ja, aber das ist der Unterschied. In beiden Fällen habe ich eine Art von Risikomanagement. Aber in keinem Modell weiß der Projektleiter alles. Das ist weder klassisch noch agil aus meiner Sicht korrekt. Habe ich anders erlebt, aber gut. Das gibt es natürlich, ja. Es gibt auch Scrum-Master, die meinen, sie müssen es beispielsweise. Ich erlebe klassisches Projektmanagement und wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, weil ja häufig Scrum auch mit Projektmanagement irgendwie gleichgesetzt wird, was ich jetzt so nicht erlebt habe. Muss man sagen, ist ja mehr als nur reine Softwareentwicklung, was in dem Projekt abläuft. Und von daher muss schon in irgendeiner Form irgendjemand da sein, der sagt, ich mache mir von Anfang an Gedanken, was alles zu berücksichtigen ist und ich takte das alles mit ein und dann gilt der klassische Satz, wer macht was bis wann? Und das ist total anders als das Thema zu sagen, ich bin jetzt hier der Product Owner und ich habe dann meinen Backlog und bin für meinen Backlog und die Entwickler sind für den Sprint-Backlog zuständig. Dann sagen wir, der eine ist für den Input zuständig, der andere für den Output zuständig und dann ist man wunderbar organisiert. Und da muss auch keiner die Wahrheit wissen, weil ja im Grunde genommen in jeder einzelnen Iteration ja im Grunde genommen nichts anderes gemacht wird als ein Prototyp gebaut, der von Mal zu Mal im Grunde genommen erweitert und optimiert wird. Ich verkürze und vereinfache das jetzt einfach mal brutalst. Aber sehr häufig habe ich das halt auch erlebt als Projektmanager ganz konkret, dass dann irgendwie eine Truppe vor dir steht, die dann einfach auch erwartet, dass du denen sagst, was die zu tun haben. Da komme ich nochmal auf diesen Ansatz von Thomas mit seinem Taylorismus zurück, dass die Frage halt auch immer ist, welche Beteiligung habe ich denn tatsächlich? Ist es tatsächlich so, dass in einem klassischen Modell auch die Experten in Anführungszeichen sich schon von Anfang an mit beteiligen oder irgendwann mal im Grunde genommen dann Aufgaben zugewiesen bekommen? Dein Risikomanagement ist dadurch minimiert, dass du ja im Grunde genommen sagst, na, ich mache ja auch nur eine Planung bis zum nächsten Sprint und dann ist gut, ne? Und dann kann ich ja immer noch einschreiten, wenn ich merke, hoppla, das, was wir da entwickeln wollten, das hat halt nicht geklappt. Ja, das aber es ist, wie gesagt, noch komplett eine andere Geschichte. Ja, so schwarz-weiß würde ich sicher nicht machen. Also ein Projekt, wo du nur bis zum nächsten Sprint planst, da wirst du zumindest mal keinen Kunden finden, der das bezahlt. Das heißt, du wirst schon einen Plan haben bis zum Ende des Projekts. Der Plan sieht halt nur anders aus. Der enthält halt ganz andere Elemente und du segmentierst anders und so weiter. Also auf der Ebene würde ich die Differenz nicht sehen und was du gesagt hast, ist alles richtig, aber in deiner Beschreibung von Scrum hast du jetzt den Projektleiter nicht genannt und der Projektleiter hat auch im Scrum-To-Dos, unter anderem muss ja irgendjemand mal das Scrum-Team aufsetzen, ja, also in der Regel fallen die ja nicht einfach vom Himmel und gerade wenn ich jetzt auf der grünen Wiese bin, Kunde droht mit Projekt, dann muss ich am Anfang überlegen, wie sieht denn mein Scrum-Team aus, ja, was brauche ich denn da und da kommt halt der Projektleiter mit seiner
Aufgabe ins Spiel und sagt, okay, da fange ich mal an, klassisch mit Scope und Ressourcenplanung und schiebt das ganze Thema mal an. Und er sagt dann auch den Leuten, was sie zu tun haben, er sagt ihnen nur andere Dinge. Dann sagt er halt dem Product Owner, was er zu tun hat, in Anführungsstrichen, und dem Scrum Master und dem Entwickler, und er sagt halt, setzt euch bitte in dieses Team, macht bitte folgende Methodik. Ja, er sagt ihnen aber nicht, mach bitte heute das Feature A, B oder C. Und das sollte er aus meiner Sicht in keinem der Modelle machen. Das ist einfach Projektmanagement falsch gemacht. Ja. Auch klassisch ist das falsch. Mhm. Der Projektleiter, wenn ich bei der Analogie nochmal zum Hausbau gehe, der Projektleiter, der einen Hausbau macht, ja, der sollte wissen, okay, ein Fundament kommt irgendwie zuerst, dann habe ich verschiedene Gewerke und dann habe ich Leute, die kümmern sich um Elektrik und um Installation von Wasser und so weiter. Aber er sollte nicht hingehen und dem Elektriker sagen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Mhm. Das ist in allen Modellen falsch. Und da ist jetzt die Frage vom Wording. Taylorismus geht ein Stück weit davon aus, dass es jemand gibt, der das kann und dass das schlau ist zu tun. Und das ist, glaube ich, einfach jetzt, wie gesagt, die Frage vom Wording. Wenn man sagt, klassisches Projektmanagement ist so alt, dass die noch diesen Denkfehler haben, dass man denkt, man hat einen, ja, dann ist es richtig. Aber das ist nicht das, was ich unter klassischem Projektmanagement verstehe. Ich verstehe unter klassischem Projektmanagement einfach dieses klassische, ich habe diese Domänen, Risk und Resources und Communication, also einfach die ganzen PMBOK-Geschichten. Und das ist klassisches Projektmanagement, während man in der agilen Welt andere Inhalte in den Domains findet, sage ich es mal so. Ja. Wobei es einem Product Owner sehr gut ansteht, klassisches Projektmanagement mindestens zu verstehen. Das kann man im Product Owner umhängen oder man gibt ihm einen Projektmanager dazu. Das ist jetzt die Frage, was finde ich denn vor, wenn ich zum Beispiel, also ich bevorzuge Product Owner, die wirklich das Produkt ownen. Mhm. Ja, sprich, dass der Kunde hat den Product Owner. Das ist sein Produkt, wirklich echt seins. Er zahlt es, ihm gehört es. Und dann macht es vielleicht Sinn, dem einen Projektmanager zur Seite zu stellen. Ja, wenn der Kunde schon sagt, ich habe gar keine Zeit für sowas und du hast einen Proxy-Product-Owner, dann kann es zum Beispiel Sinn machen, dass das vielleicht auch ein bisschen Projektmanagement-Skills mit drin hat. Das kommt so drauf an, was man da vorfindet, würde ich sagen. Aber, ja. Aber da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz einhaken. Also nichtsdestotrotz, auch wenn wir auf diesen Hausbau wieder zurückkommen, ist es ja irgendwann mal so, dass ich zwar nicht dem Maurer sagen muss, wie er seine Steine aufeinander setzt, nichtsdestotrotz muss ich ihm aber trotzdem sagen, hallo, du musst zu dem und dem Zeitpunkt die und die Wand machen. Und du machst erst bitte diese Wand und dann machst du jene Wand und dann schaust du bitte, dass wir da noch einen Türausschnitt haben, weil dann irgendwann mal nach dir kommt dann nämlich noch derjenige, der die Tür da reinsetzen muss. Also es gibt schon auch noch diese Situation, und ich komme wieder auf den Punkt vom Thomas zurück, dass es nochmal, es geht ja um die, wir hatten es ja vorhin ja auch ein bisschen ansatzweise um das Thema Soft Skills, ja, um das Thema, wie nehme ich Verantwortung an, wie gehe ich mit Verantwortung um, wie beteilige ich mich auch in Form von Verantwortung in dem Projekt und bringe mich damit ein. Und es gibt sicherlich in der agilen Form, so wird es zumindest mal ja unterstellt, einen höheren Grad an Selbstbeteiligung als zum Beispiel im klassischen Modell, wo man im klassischen Modell sagt, naja, ich warte jetzt mal, bis der Projektstrukturplan fertig ist, da steht ja dann drin, welche Arbeitspakete ich bis wann zu liefern habe und so weiter und so fort, und dann verlasse ich mich darauf, dass es irgendeiner schon geplant hat. Ob der dann mit mir geredet hat oder nicht, das ist jetzt mal auch eine Frage meines Engagements. Also ich habe es auch schon erlebt, dass alle gesagt haben, ja, mach du mal deinen Projektplan fertig und dann besprechen wir den. Und ich glaube auch, dass es da trotzdem dann jemanden geben muss, der sagt, naja, ich organisiere das mal, auch wenn ich dem Maurer nicht erkläre, wie er seine Kelle in die Hand zu nehmen hat und welchen Mörtel er jetzt anrührt und welche Steine er jetzt verwendet, muss ich ihm trotzdem erzählen, was er zu tun hat. Aber im Taylorismus wäre das aber so. Ja, wenn ich mal komme aus der Fortune Automobilproduktion, da wird das so weit runtergebrochen, dass der Einzelne nur noch eine minimale Bewegung macht, also minimalen Cast. Okay, deswegen, ich gebe dir mit allem recht, was du sagst. Ja? Also nur bei dem Hausbaubeispiel, vielleicht sollte man das nicht überstrapazieren. Wenn du derjenige bist, der sagt, wo die Tür hinkommt, ja, bist du nicht der Projektmanager. Bist du entweder der Owner, der wirklich das Haus haben will, oder der Architekt, aber das ist nicht der Hut Projektmanager, den der aufhat. Und in der deswegen Praxis, aber nochmal, da muss ich aber jetzt eingrätschen. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, Frank, aber da muss ich eingrätschen. Irgendjemand hat ja mal diesen Plan gemacht und den meinte ich ja jetzt mit im Grunde genommen die Wahrheit kennen.
Das ist dieser Plan, den Plan zu haben, zu sagen, okay, so soll das Haus ausschauen, das muss so und so sein, das hat ein gewisses Konzept dahinter, das ist durchdacht und wir haben dann auch schon alles Mögliche berücksichtigt und da gibt es dann auch in irgendeiner Form Leitungen und da gibt es Fenster und da gibt es dies, jenes und das. Also diese Wahrheit zu kennen, das muss ich doch bei dem klassischen Projekt doch schon von Anfang an wissen. Ich muss eigentlich über alle Details des Hausbaus eigentlich schon wissen, wo was hinkommt. Wenn ich im Nachhinein erst entscheide oder während des Hausbaus entscheide, oh, wo könnte man denn die Tür am besten hinstellen? Ich gebe dir mit allem recht, nur mit der Benamung nicht. Der das macht, das ist der Architekt, nicht der Projektleiter. Der Architekt hat halt... Der setzt nur um, genau. Ja, der hat deswegen zufällig auch den Projektmanagement-Hut auf, aber er macht das mit dem Hut Architekt. In der Softwareentwicklung würde ich einen Teufel tun, als Projektmanager zu sagen, was, wann, wo, wie gebaut wird. Da frage ich bitte den Softwarearchitekten. Ja, ein Projektleiter, der das macht, also wenn er zufällig auch Softwarearchitekt ist und das abschätzen kann, okay, aber dann zieht er wieder den Architektenhut an und sagt, jetzt mache ich mal Planung, Bebauungsplanung, welche Module habe ich, bla bla bla, dann kann er das tun, wenn er zufällig auch den Hut anziehen kann. Aber es ist nicht die Aufgabe, und so meine Denke, mit der Projektmanager-Rolle das zu tun. Während ich gleichzeitig sage, es macht keinen Sinn, dass ein IT-Projektleiter keine Ahnung von diesem Thema hat, ja, was aber zwei verschiedene Blickwinkel auf das Thema sind. Das heißt, ich kann auch den Architekten nicht vernünftig fragen, wenn ich gar keine Ahnung habe. Ja, das macht auch keinen Sinn, mit dem Maurer zu reden, wenn ich nicht weiß, wie eine Mauer funktioniert. Das macht auch keinen Sinn. Aber von der Verantwortlichkeit her sollte der Projektleiter denjenigen, der einen Beitrag leistet, ein Gewerk bringt, fragen und sagen, wie viel Aufwand ist denn das und. Ja, was der Projektleiter wissen sollte, ist, in welcher Reihenfolge frage ich denn die Leute? Das Grundwissen muss er halt haben, sonst kann er das Projekt nicht machen. Aber wie gesagt, ich stimme dir in allem zu, nur meine Benennung der Rollen ist einfach ein bisschen anders. Inhaltlich sind wir, glaube ich, auf derselben Seite. Gerade auch in ganz, ganz großen Projekten wird das auch nicht funktionieren. Also ich denke schon wieder an den Zug zum Beispiel. Jetzt sind wir zwar nicht mehr bei der Softwareentwicklung, aber bei dem Zug. Wenn du ein ganzes Zugset für ein Land wie die Schweiz baust, wo ich zum Beispiel involviert war bei Bombardier, dann kannst du auf dem granularen Level, wie wo kommt die Tür hin, nicht unterwegs sein. Das zerlegt dich völlig, das ist nicht leistbar. Was du eher machst, du denkst in Review Gates und dann schnappst du dir den Lead Architect, dann schnappst du die Leute, die an den Türen im Interior arbeiten oder am Carbody, du schnappst dir den Kunden und du machst erst eine virtuelle Begehung der Pläne. Später machst du eine Begehung der ersten Entwürfe, whatsoever, was als Zwischenergebnisse da ist, um sich das anzugucken, um zu schauen, lieber Kunde, du würdest schon sagen, wenn die Tür nicht an der Stelle ist, wo du es erwartet hast. Ansonsten gehe ich davon aus, es passt alles. Aber der würde jetzt nicht den Zollstock rausholen. Vielleicht ab und an bei irgendeiner Sache, wo er total fancy drauf ist, weil es ihn aus einem anderen Background interessiert. Aber das wäre aus meiner Erfahrung bei Großprojekten eine Granularität, wo du gar nicht mitreden kannst, ja, und dich auch unglaubwürdig machst. Also vorhin war irgendwo dieser Beitrag, ein PM, der alles weiß, ist Entwicklertester, Fachbereich, alles Mögliche in einem. Also auch bei kleineren Projekten muss man gar nicht in den Zug bauen mit 4,5 Milliarden Projekte rein. Ich hätte mir es nie zugetraut, bei Danone irgendeinem Performance Manager der Linie zu erklären, wie er seinen Job macht. Also da habe ich sehr devot Fragen gestellt, weil der mich sonst auseinandergenommen hätte. Ich habe da keine Ahnung von seinen Maschinen. Also nicht so sehr wie er. Ja. Ja, es ging mir, wie gesagt, vorhin ging es mir jetzt an, es war alles sehr provokant, das wissen wir schon völlig klar. Aber es ging mir jetzt auch gar nicht darum, dass ich da alles so negativ sehe. Ich wollte nur sagen, das Thema bei der Herangehensweise in der unterschiedlichen Art, sei es jetzt entweder klassisch oder jetzt agil, ist für mich ja sehr stark davon geprägt, inwieweit man tatsächlich es fertig bringt, diese Beteiligung zu bringen. Das, was du jetzt auch gerade eben erzählt hast, Chris, dass man auch gerade in dieser frühen Phase, was ist denn alles überhaupt notwendig und so weiter und so fort, wenn man tatsächlich diesen Plan schmiedet und der Projektmanager ist jetzt nicht nur derjenige, der irgendwann mal vom Architekten den Plan bekommt und versucht, das Ganze umzusetzen, sondern es ist ja so eine permanente und umfassende Beteiligung eigentlich notwendig. Das
auch an deinem Beispiel mit dem Zug, da könnte ich sagen, ja, das organisieren viele ja mit Teilprojektleitungen und sagen, ja, das ist mir alles zu komplex, dann kaskadiere ich das ganze Thema und dann gibt es halt viele, viele Teilprojektleiter. Und die können es dann auch wieder tun. Aber es ist ja am Ende dazu da, dass man sagt, ja, der die praktische Erfahrung hat, muss ja mit dem zusammenarbeiten, der das Projekt organisiert, und zwar methodisch organisiert. Und diese Zusammenarbeit, die muss halt funktionieren. Das ist ja das Elementarste, also auch unabhängig von der Methodik, ob klassisch oder agil. Da würde ich sogar so weit gehen, wenn du sagst, die Zusammenarbeit muss funktionieren, dass ein Projektleiter durchaus ein Projekt leiten kann, wovon er inhaltlich keine Ahnung hat. Also es wird nicht einfach und das werden vielleicht auch nicht alle anerkennen. Also der Respekt, das Vertrauen könnte sehr schnell verletzt werden, aber es wäre unter Umständen dann möglich. Ja, aber ich tendiere dazu, das kann nur zufällig funktionieren. Sollte es auf jeden Fall nicht als Standard etablieren. Ja. Also was natürlich in gewissem Sinne stimmt, wenn du das Glück hast als Projektleiter, der zum Beispiel sehr kommunikationsstark ist und seinen Schwerpunkt in der Kommunikation sieht, und wenn der bei der Softwareentwicklung zum Beispiel einen guten Architekt vorfindet, das kann ziemlich reibungslos funktionieren. Das kann gehen. Aber dann hast du halt das Glück, dass du jemanden hast, der dir die Skills dazu packt, die dir fehlen. Und wie gesagt, unterschiedlich je nach Produkt. Bei der Softwareentwicklung würde ich erwarten, ein guter IT-Projektleiter bräuchte ein bisschen Erfahrung mit Softwareentwicklung. Er muss nicht der beste Entwickler gewesen sein, aber er sollte zumindest mal verstehen, wie Sachen funktionieren. Was ich oft sehe, ist, dass die generischen generischen Projektmanager überhaupt keine Ahnung haben, was sowas bedeutet wie, dann muss ich nochmal testen. Ja? Oder wenn jemand sagt, dann machen wir Testautomatisierung, ja, wo ich denke, das macht überhaupt keinen Sinn, wie die Leute damit umgehen. Und deswegen scheitern aus meiner Sicht die Sachen unglaublich oft, weil es dort dann an spezifischen Skills fehlt und der Projektleiter nicht die nötige Erfahrung hat. Mhm. Mein Idealmodell wäre, dass du wenn wir über Breite und Tiefe reden, dass du als Softwareprojektleiter als Projektleiter in der Domäne, in der du unterwegs bist, zumindest mal so einen gewissen breiten Überblick hast. Du musst nicht alles verstehen, aber du solltest ungefähr wissen, um was es da geht. Das geht auch mit Analogien. Ich sage immer, es ist hilfreich, wenn man schon mal irgendwas gemacht hat, ja? Weil man dann weiß, wie Dinge funktionieren. Was nicht funktioniert, ist BWL studiert und dann als guter Projektleiter eingestiegen. Das funktioniert nicht. Jo, man sollte dann schon ziemlich viele Projekte gesehen haben. Das hilft dann auf jeden Fall. Und es schließt auch sehr schön den Kreis, was du jetzt gesagt hast, Frank. Edgar, ich komme gleich noch zu dir. Zu einer Sache, die du vorhin gesagt hast, bei der Retro. Wenn du gar nicht weißt, also nehmen wir mal an, dein Zollstock ist halt nur 50 Zentimeter. Aber die Performance ginge bis 100, dann weißt du von den anderen 50 Zentimetern ja gar nichts. Hast du einen sehr großen blinden Fleck, wo du auch keine Fragen stellen kannst, wo es schwierig wird, auch dann dem Team zu helfen, wenn es nicht weiterkommt. Genau. Edgar, noch ein Gedanke dazu? Ja, eine Frage, wenn wir schon in diesen zwei Modellen hier unterwegs sind, weil der Frank das jetzt gerade so erwähnt hat, nur weil das in einem anderen Lean-Coffee auch schon mal die Frage war, vielleicht kann ich da noch eine Meinung einfangen. Wie siehst du genau dieses Thema bei einem Scrum Master? Sollte der auch dieses Domänenwissen haben oder ist es für einen Scrum Master eher irrelevant? Das ist eine schwierige Frage. Wenn man jetzt in dem Modell ist, wie ich es eben gemacht habe, und man sehr hart verbal zwischen den Rollen trennt und sagt, ein Mensch kann mehrere Rollen einnehmen, dann muss er mit seiner Scrum Master Rolle das nicht können. Ein Scrum Master ist eine Paraderolle, die kein Domänenwissen braucht. Der muss eine Uhr haben, der muss wissen, wie lang 15 Minuten sind und der muss die Meetings managen, theoretisch. Wenn aber, wie in der also meiner Meinung nach ist ein Scrum Master aber auch maximal eine 10% Job. Ja? Also ich habe noch kein Projekt gesehen, wo ein Scrum Master ein Vollzeitjob war. Das heißt, in der Praxis wird der Scrum Master noch andere Rollen haben, was auch immer das ist. Gerne auch Projektleiter, wenn das Sinn macht. Aber dann hat er halt den anderen Hut auf. Aber Scrum selber ist, wenn ich annehme, dass irgendjemand das Team zusammengestellt hat und dass das nicht der Scrum Master ist, ja, irgendjemand, der oben drüber verantwortlich ist, der sollte das Domainwissen haben. Wenn der das Team zusammenstellt, danach hat der Scrum Master aus meiner Sicht wenig Domainwissen mitzubringen, weil es eher eine Moderatorenrolle ist. Ich glaube sogar per Definition, also
je nachdem, wer die Trainings macht. Mein Trainer hat gesagt, der sollte das bitte auch tun, damit er sich als Moderator möglichst weit rauszieht. Aber da wäre ich durchaus flexibel. Ja. Also mit seinem Hut Scrum Master würde ich sagen, brauche kein Domänenwissen. Als Teammitglied macht es total Sinn. Aber da gibt es ganz viele Konstellationen. Also zum Beispiel, wenn der ein guter Testmanager wäre, kann es sein, dass er auch mit wenig Domänenwissen weit kommt. Kann sein, ja, je nach Umfeld. Okay, danke fürs Statement. Ich würde noch eins ergänzen, weil das jetzt so sehr aus der fachlichen Domäne rauskommt. Rein vom menschlichen Hintergrund, wenn man sich anschaut, wie Vertrauen entsteht, steckt halt auch die fachliche Kompetenz mit drinnen. Und die Anerkennung, das Vertrauen wird auf einen argen Prüfstand gestellt, wenn ein Scrum Master oder ein Projektleiter kein Domänenwissen hat, die Sprache nicht spricht. Nehmen wir Softwareentwicklung von unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen und Fachtermini, keine Ahnung hat und dann anfängt, ich übertreibe es wieder, dumme Fragen zu stellen. Ja. Fragen stellen ist Teil seines Jobs, aber wenn die dann dumm sind, das Team geführt aufhalten, dann ist die Grenze wahrscheinlich erreicht, wo man sagen muss, ein bisschen Domain-Know-how würde jetzt hier sehr gut tun. Ja, good point. Ja, also habe ich noch nie erlebt, aber das stimmt natürlich absolut. Also wenn der halt im Daily ständig irgendwelche Fragen stellt, die überhaupt nicht dahin passen, dann wird er schnell verbrannt. Sehr, genau. Das ist sicher korrekt. Ja, hatte ich so nicht bedacht. So wenig Domainwissen habe ich auch noch nie gesehen, aber es ist gut. Valider Punkt. Ja. Und, also ich mag es gar nicht oft genug sagen, aber dieser Unterschied zwischen, also wie du eben gesagt hast, wenn man Sachen schon mal erlebt hat und sein Zollstock nicht stimmt, und ich habe das in verschiedenen Sachen erlebt und deswegen sage ich auch, wenn man irgendwas kann, also schon in Verbindung mit meinem Vater, der mir da versucht hat beizubringen, wie man schweißt, und ich festgestellt habe, ich kann das nicht. Ich habe Badminton gespielt gegen hier die Nummer 2 in Deutschland und das kann ich auch nicht. Und ich habe mit einem der besten Softwareentwickler zusammengearbeitet, als ich noch gedacht habe, ich wäre ein guter Softwareentwickler. Bin ich auch nicht. Ja, also mein Zollstock musste ich da an verschiedenen Punkten schon mal anpassen. Und man lernt auch, wie sagtest du eben, etwas Demut, ja, gegenüber Leuten, die was richtig gut können. Hoffentlich lernt man auch ein bisschen zu erkennen, dass die Situation so ist. Weil manchmal sind da einfach auch Leute, die sind halt dann in einer anderen Liga, wie man so schön sagt. Ja, und das ist, das sollte man berücksichtigen, wenn man mit Zollstöcken unterwegs ist, dass andere vielleicht einen längeren haben. Ich würde das als schöne Schlussworte nehmen. Also auch Demut in dem Kontext gefällt mir sehr gut. Was viel für weniger entweder oder und mehr Differenzierung und es kommt drauf an und sowohl als auch spricht. Um die Runde, jetzt sind wir noch 6 im Bunde, zu schließen. Die Chrissy hat sich schon verabredet, die das Ganze initialisiert hat. Konnte jetzt gar nicht mehr Danke sagen. Antje ist auch schon raus. Gibt es eine Sache, die euch noch ganz wichtig ist und auf der Zunge liegt, unter den Nägeln brennt, bevor wir die Session schließen? Ja, das brennt mir in den Nägeln hier. Ja. Ich habe sonst nichts. Ich habe mich nur gefreut, dass ich endlich mal wieder dabei sein konnte nach langer Pause. Ich hoffe, dass es das nächste Mal wieder klappt. Nächstes Mal wird es um Zombie-Scrum gehen. Bitte? Beim nächsten Mal wird es um Zombie-Scrum gehen. Ja, cool. Das ist cool. Ja. Nihat, habe ich dich noch verpasst? Du sagtest, glaube ich, noch was. Zumindest bist du kurz hier aufgeglommen. Nee, also ich habe mich auch gefreut, dass es gefühlt nach einer längeren Pause wieder mal einen Termin gegeben hat und finde es immer sehr, sehr spannend, wenn man dann auch mal ein bisschen andere Perspektiven mitbekommt. Mhm. Also von daher für mich schöner Abend. Sehr, sehr schön gesagt. Ich habe mir auch eine ganze Reihe hier an Notizzetten vollgeschmiert. War wirklich sehr inspirierend. Danke euch auch. Dammt ihr den Adamanti-Part, da kriegt man irgendwie, oder? Ja. Alles, was ihr gesehen habt, wir gezeigt haben, stellen wir wieder zusammen, stellen wir in die Gruppe, Download und angucken.
Ja. Und plan schon mal den nächsten Termin. Machen wir. Kommt dann mit der Verkündigung von den Aufnahmen hier und Dokumenten gleich der nächste Termin als Save the Date mit raus. Okay. Noch vor Weihnachten. Da gab es ja schon ganz viele, oder? Habe ich irgendwie gesehen, aber die ja, raus. Ja, der nächste im Februar. Dezember schaffen wir keinen mehr. Okay. Leider, leider. Aber die Gruppe gerne nutzen. Also wenn ihr konkrete Themen habt, nehmt die Gruppe. Da sind wir ja fast alle drinnen. Auf LinkedIn, wenn ihr ja was teilen, Feedback haben wollt. Nicht, dass da alle mitmachen, aber es klappt in der Regel sehr gut, dass sich da welche beteiligen und Zeit finden für ehrliches Feedback. Ja, absolut. Also auch mal Kleingruppe dann aufrufen, so wie der Stefan das gemacht hat. Einfach mal sagen, ich brauche 5 Leute oder genau. Der Patrick hat das auch ab und zu gemacht. Chris, bei dir weiß ich gar nicht. Aber oder halt einfach was posten, ja, so Bierdeckelbilder oder so. Ein Beispiel. Ja. Aber es ist nicht jeder so begabt wie du. Ja. Sag nochmal. Es ist nicht jeder so begabt wie du, zeichnerisch. Ich schiebe es auf meine Oma und sage danke. Die hat mir da irgendwie ein bisschen was Kreativ-Künstlerisches vererbt. Gut, dann schönen Abend. Toll, dass ihr dabei wart. Und bis Februar dann. Ich glaube auch 3. Mittwoch im März. Wir teilen es nochmal mit allen. Dann ist klar. Okay. Macht's gut. Guten Abend. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Thank you.